So, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Webinar heute Abend zusammen mit Sigmill zum Thema DAX Live Trading Strategie, so könnte man die eigentlich nennen. Also wir werden heute kein Live Trading oder dergleichen abfahren. Wir werden uns eine Strategie betrachten, die wir vor, ich glaube, 2 Monaten schon mal ebenfalls eingeführt haben. Das heißt also, für den einen oder anderen ist die Strategie selber nichts Neues. Aber ich habe mir für heute was ausgedacht. Einfach mal, um zu zeigen, wie man mit solchen Webinaren, wie man mit solchen Strategien grundsätzlich einen Mehrwert für sein Trading generell, besonders als aktiver Trader, haben oder erreichen kann. Möchte dazu einfach mal so einen kleinen, ja, auch wieder Abstecher in Richtung Trading-Psychologie machen und hoffe, dass ich auf diesem Weg es schaffe, tatsächlich dort dann vielleicht so einen kleinen Denkanstoß mal zu geben. Wo man dann sehen kann, wie so etwas dem tatsächlich dann in der Praxis tatsächlich ausschauen kann. Bevor wir starten, wie gewohnt, wollen wir hier einen Blick werfen, erstmal auf mein Gesicht. Ja, es ist die profitable DAX Daytrading Strategie. Wir werden die übrigens in 2 Wochen, auch an einem Dienstag, also dann am 28.8., wieder stresstesten, so sage ich mal. Also das heißt, morgens um 9 ein Live-Trading dann abfahren. Zeitraum wird zwischen 9 und 11 Uhr eben dann tatsächlich sein und wir werden diese Strategie dann eben entsprechend hier durch handeln, die wir jetzt heute dann präsentieren werden. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich dann der Praxistest, ja, nichtsdestotrotz, das ist dennoch heute eben das Ziel, tatsächlich mal so eine Idee zu bekommen, wie kann man so etwas überhaupt dann anwenden oder beziehungsweise, ja, wie kann man davon profitieren, wenn man jetzt eben beispielsweise sagt, ja, ich würde diese Strategie selber handeln, macht das Sinn, einfach eine Strategie zu duplizieren oder ist da nicht mehr, was dahinter steckt eben tatsächlich? Wir werden parallel natürlich selbstverständlich auch einen Blick wieder auf unser Konto werfen. Ich werde so ein bisschen Update geben. Seit letzter Woche Donnerstag hat es wieder so einen kleinen Rücksetzer gegeben. Das war hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass ich dort einen kleinen diskretionären Trade eingestreut habe, der im ersten Moment jetzt nicht funktioniert hat, aber wo ich noch nicht fertig bin, in Anführungsstrichen. Und zwar ist das ein saisonales Pattern, was sich gerade in Gold zeigt. Und ich finde immer noch Gold von der Long-Seite, und das wird den einen oder anderen überraschen, wenn man sich den Kursverlauf jetzt anschaut, wir sind unter 1200 US-Dollar pro Feinunze gerutscht, finde ich immer noch interessant. Aber bevor wir zu all dem kommen, ich habe den Risikohinweis jetzt hier schon seit mindestens einer Minute offen, zunächst dieser, nämlich, dass bitte jeder, der sich das jetzt hier anschaut, sei es die Aufzeichnung oder sei es jetzt derjenige, welche, der hier zuhört gerade eben, dass er sich bitte klar macht, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann und ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet ist. Und bevor man eben mit dem Live-Trading beginnt, sollte man seine finanziellen Umstände, die Risikoneigung, Erfahrungsstand, Handelsziele und so weiter sorgfältig prüfen. Und selbstverständlich ist es so, dass die folgenden Inhalte keinerlei Aufforderung zum Handeln darstellen. Ja, das ist rein informell, was wir hier machen und soll der Veranschaulichung und entsprechend Weiterbildung dienen. Es ist ganz besonders heute auch wichtig, das zu erwähnen, nicht nur im Zusammenhang mit dem möglichen Setup, was wir für Gold formulieren, sondern auch mit der Handelsstrategie. Das zu meiner Vita, wie auch die letzten Male, wenn, falls da mal Interesse dran bestehen sollte, dann könnte man sicherlich da eben ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Aber im Mittelpunkt des heutigen Webinars soll ganz klar auf jeden Fall die, in dem Fall DAX Open Range Breakout Strategie wieder stehen, die wir als Basis nutzen wollen, um eben ausgehend hiervon dann nicht nur eine nachweislich profitable Handelsstrategie zu haben, sondern wie gesagt auch diesen Prozess zur Profitabilität oder diese Anwendung in der Praxis dann eben mal zu sehen. Wie kann man mit sowas von so etwas profitieren? Und das gilt übrigens nicht nur bezogen jetzt auf diese eine Strategie, sondern das gilt grundsätzlich bezogen auf, ich sag mal, alle Strategien, die dort draußen irgendwie kreuchen und fleuchen. Das gilt für jedes Webinar, was ihr euch in Zukunft anschaut. Sei es jetzt meine Webinare oder seien es auch die Webinare von anderen, Tradern, Coaches, beides, wie auch immer. Ich denke, es macht nie wirklich Sinn, eine Strategie einfach zu nehmen, und die ganz blind zu duplizieren, weil sie eben als profitabel verkauft wird. Es kann absolut durchaus sein, dass die Strategie, die dort präsentiert wird, in der Tat profitabel ist, auch in der Basisversion bereits. Und wir wissen ja, das, was ich zum Beispiel ja mache, ist, ich handle eine Basisstrategie, von der ich nachweislich weiß, dass sie profitabel ist, nicht nur eine, sondern mehrere tatsächlich. Und was ich dann mache, ist, dass ich eben hier interveniere. Und zwar dahingehend, dass ich versuche, den in der Basisstrategie bereits profitablen
die Profitabilität, also den positiven Erwartungswert, nochmal ein Stück weit profitabler zu gestalten. Zum Beispiel, wenn ich ein DAX Long bin, ausgehend von einer Strategie, und man sieht den Markt eben stark in eine Richtung laufen und der überdehnt jetzt sehr, sehr extrem. Eigentlich perfekter Lauf heute im DAX, wenn wir uns den Kursverlauf heute anschauen. Nicht, dass ich auf der Shortseite unterwegs war, aber anhand dessen kann man das relativ gut illustrieren. Wir werden gleich mal einen Blick auf den Chart werfen, dass wir ja kurz einen Dip dort in Richtung 12.300 heute gesehen haben. Mittlerweile sind wir wie so eine V wieder nach oben gelaufen. Das finde ich sehr günstig, weil wir nämlich long positioniert sind, oder weil ich long positioniert bin. Ja, in diesem Zusammenhang ist es eben so, dass der Trade sich jetzt von ursprünglich minus 100 Punkten wieder auf plus minus 0 zurückentwickelt hat. Man sieht auch, ich habe eine relativ weite Stoppweite dort. Das bedeutet nicht, dass ich ein hohes prozentuales Risiko fahre, sondern dann auch eine kleine Positionsgröße. Ja, die Idee, die dahinter steckt, wie gesagt, ist jene: Ich weiß, dass dieses Pattern, was ich dort eben trade, oder dieses Muster, was ich eben handle, dass das einen positiven Erwartungswert hat. Und mein Ziel ist eben, diesen Erwartungswert positiver zu gestalten. Das ist eben im Grunde genommen so, wie ich dann eben solche Basisstrategien anwende. Nichtsdestotrotz ist es eben so, das bloße Duplizieren funktioniert eben nicht. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aber das kann ich auch anhand von diversen Beispielen immer wieder eben dann auch geben. Diese Überlegung, da ist der Klassiker zum Beispiel das Turtle Trader Experiment. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil es einfach so eindrucksvoll illustriert, wie schwierig es ist, einfach eine Handelsstrategie, die eigentlich grundsätzlich sehr, sehr einfach in ihrer Ausführung ist, diese Strategie einfach zu duplizieren. Mir fällt übrigens in dem Zusammenhang jetzt gerade was ein. Das habe ich nicht vorbereitet. Das passiert meistens dann ganz spontan, einen Augenblick. Ich muss mal eben hier schauen, parallel auf einem Bildschirm. Und während ich übrigens hier spreche, da gibt es auch schon mal ein bisschen was zu lesen. Ich gebe mal hier ganz kurz, auch wenn man sich übrigens diese Slide runterladen kann, ich gebe hier bereits mal die Definition dieses Open Range Setups, während ich hier parallel mal ganz kurz einen Indikator suche und hier auch gefunden habe. So, dann machen wir doch mal Folgendes. Ich kopiere den jetzt mal hier. Ich habe den MetaTrader hier schon offen. Da kann man übrigens dann auch die zwei Positionen sehen. Also hier sieht man einmal einen DAX Long, da ist er, der obere, und da unten gibt es den Euro-japanischen Yen Short. Der zweite Trade, also Euro-Yen, der hat sich zwischenzeitlich schön entwickelt. Ja, der kommt allerdings jetzt gerade wieder so ein bisschen zurück. Mal schauen, wie sich das in den Folgestunden noch darstellt. Da sieht man, wir haben jetzt gerade das Ausbruchniveau, wo der Trade eingegangen worden ist, nochmal geretestet. Ich fände es natürlich jetzt nicht so schlecht, wenn der Markt dann hier nochmal abkippte und neue Tagestiefs markiert. Das wäre übrigens parallel dazu auch vielleicht sogar etwas, wo wir mit der Schwäche im Euro dann auch mal einen stärkeren DAX sehen. Problem ist natürlich, dass wir bei einem Euro-Yen-Trade nicht nur Euro-Schwäche haben, sondern zeitgleich auch japanische Yen-Stärke. Und japanische Yen-Stärke ist normalerweise eigentlich ein Indiz dafür, dass der Markt gerade so ein bisschen etwas als Risikoaversion eben ausmacht. Also sprich, dass er gerade eben in den Risk-Off-Modus switcht. Und das ist eigentlich für Long-Positionen jetzt im Aktienbereich nicht so optimal. Ja, wie gesagt, schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt, ob sich das überhaupt noch mal so entwickelt. Ja, gerade sieht man, wie gesagt, eben, dass der Euro hier jetzt gerade einen Teil seiner bis dato seit heute früh sich bereits hier aufgelaufenen Verluste so zurückholen kann. Ist nicht optimal für unsere Position. Wie gesagt, wir schauen einfach mal. Der Tag ist jetzt alles andere als ein, ich nenne ihn jetzt mal optimaler Handelstag. Also es ist keine starke Trendstruktur in die eine oder andere Richtung erkennbar. Was ich machen möchte, ist, bevor wir mit dem Handelsverlauf von heute und dann auch Basisstrategie und wie man davon profitieren kann, bevor wir das machen, mache ich mal kurz Folgendes. Man hat jetzt gerade hier gesehen, ich habe hier oben den Button Dateiordner öffnen geklickt und dieser Dateiordner, der dann aufgeht, das ist der MetaTrader-Ordner. Und in diesen kann man zum Beispiel Indikatoren, die man sich extern eben entsprechend runtergeladen hat, kann man also auf seinem PC runtergeladen hat, kann man diese entsprechend einpflegen. Und dazu öffnet man hier diesen Button Indicators. Und was ich jetzt mache, ist, ich drücke einfach mal einfügen und dann sieht man, dass da unten DNC auftaucht. Und das ist der Donkian Channel. Dieser Donkian Channel, jetzt kann ich das Fenster auch gleich wieder zumachen, dieser Donkian Channel, den will ich gleich mal eben nutzen, um zu illustrieren, wie dieser Turtle Trader Handelsansatz überhaupt funktioniert. Man kann mit der rechten Maus hier auf Indikatoren klicken und kann dann entsprechend auf Aktualisieren klicken. Und dieses Aktualisieren sorgt dafür, dass nun dort der DNC plötzlich auftaucht. Und dieser DNC, den könnte man jetzt zum Beispiel hier in den DAX legen. Also das ist jetzt der DAX auf Tagesbasis. Und jetzt macht man einfach Folgendes. Jetzt zieht man diesen einfach hier so drauf, schwupps, und dann kann man dort beispielsweise
die Eingaben, hier zum Beispiel Periode 20 eben entsprechend anpassen. Wir schauen mal ganz kurz, Green, Red, Blue. Ich mache mal alle drei auf Schwarz. So. Da gibt es auch keine Probleme in irgendeiner Form mit irgendwelchen Kerzen oder Moving Averages. Dann klicke ich auf OK und dann passiert das. Also das heißt, der wird dann entsprechend überlagert. Das sieht jetzt im ersten Moment erstmal nicht besonders informationstechnisch wertvoll aus, ist aber tatsächlich in der Tat super, um zu verstehen, um was geht es bei diesem Donkin Channel eigentlich. Was wir auch machen können ist, ich würde mal den in der Mitte übrigens, einen Moment, Visualisierung, Zeitrahmen, ja, ich muss mir eben hier schauen, Show Middle Line. Diese mittlere Linie, die lassen wir mal raus. Brauchen wir nicht. So, dann haben wir nur hier eine obere schwarze und eine untere schwarze Linie. Und was macht die? Die kennzeichnet das Hoch und das Tief, in dem Fall, wie wir es jetzt hier gerade einzeln in den letzten 20 Kerzen. Und der Turtle Trader Ansatz, der war im Grunde genommen nichts anderes, als dass der gesagt hat, kaufe den Bruch auf nächstes 20-Tages-Hoch, beziehungsweise verkaufe den Bruch auf ein nächstes 20-Tages-Tief. Und das könnte man in diesem Zusammenhang dann zum Beispiel so sehen, dass jetzt mal hier optimal gesehen dieser Ausbruch gekauft wird, ja, dort in diesem Bereich. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie die Stop-Logik dieses Handelsansatzes ist. Aber gehen wir mal davon aus, wir setzen dann entsprechend den Stop auf das letzte 20-Tages-Tief hier. Dann bleiben wir so lange in diesem Trade, ausgehend von diesem Bruch hier auf der Oberseite. Wir bleiben so lange long positioniert, wie diese Linie dann nicht getriggert wird. Und wir sehen, es gibt nicht einen einzigen Rücksetzer. Also das heißt, wir ziehen im Grunde genommen diesen Stop hier kontinuierlich nach, werden nicht einmal ausgestoppt. Ein wunderbarer Trendfolgeansatz und da oben irgendwo Bereich 12.000, was haben wir da? 563 ist es, werden wir ausgestoppt. Dann entsteht ausgehend von einem Entry-Kurs hier um 10.800 Punkte, offensichtlich ein Profit von fast 200 Punkten auf den, 2.000 Punkten auf den Trade. So, das ist natürlich jetzt ein ziemliches Optimalbeispiel. So kann man sich aber sehr, sehr gut vorstellen, wie dieser Turtle-Trader-Ansatz funktioniert hat. Und die Handelslogik ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Das kann ich jedem erklären. Ich sage einfach, kaufe den Bruch dieser Linie hier nach oben oder verkaufe den Bruch dieser Linie nach unten. Fertig. Stop sitzt dann entsprechend und du bleibst so lange in dem Trade, wie eben die jeweilige untere oder obere Linie, je nachdem, ob ich long oder short bin, eben nicht getriggert worden ist. Eine sehr einfache Handelslogik, Basis im Grunde genommen dieses Turtle Trader Experiments und trotzdem haben es von den Schülern von William Eckert und Richard Dennis, die beide dieses Experiment gefahren haben, zwei Trader, die im Buch Market Wizards oder Magier der Märkte thematisiert worden sind, haben es nur die wenigsten geschafft, wirklich dennoch profitabel zu sein. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, woran liegt es denn, dass die es nicht geschafft haben? Und die Antwort darauf ist verhältnismäßig einfach. Sie haben einfach kein Vertrauen in den Handelsansatz gehabt. Sie sind sind der Handelslogik einfach nicht so gefolgt, wie sie hätten folgen müssen. Sie haben ein klares Handelsregelswerk gehabt, aber haben eben trotzdem ihre eigene Einschätzung mit in den Markt einfließen lassen und haben ausgehend hiervon eben dann gesagt, ah, der Markt ist jetzt schon so weit gelaufen, boah, da kann ich nicht mehr long gehen. Hier zum Beispiel, ja, wenn der Markt solch einen Bruch zum Beispiel auf den Weg bringt, wie er dort eben erfolgt ist, dass man dann sagt, oh, soll ich hier wirklich den Bruch eben auf neue Hochs nehmen? Ich weiß nicht. Wie sieht es eigentlich aus, wenn der Trade jetzt dann doch genommen wird und der Markt in meine Richtung läuft? Da sollte ich nicht lieber hier zum Beispiel rund um Weihnachten, also das war Ende des Jahres, das war übrigens hier die Wahl Donald Trumps, diese monströse Kerze, die da auf den Weg gebracht worden ist, soll ich da nicht vielleicht einen Gewinn mitnehmen? Das sind alles Gedanken, die uns jeden Tag beim Trading begegnen und die natürlich auch diesen Tradern begegnet sind in diesem Experiment. Und die das deswegen nicht in der Lage waren, an diesen Trades eben festzuhalten, eben auch, weil sie dieses Vertrauen, dieses Roboterähnliche haben nicht umsetzen können. So. Und jetzt ist es in dem Zusammenhang eben so, das ist das perfekte Beispiel, es illustriert perfekt, warum es einfach so unfassbar schwierig ist, Handelsansätze einfach zu kopieren, blind zu kopieren. Und wir gehen jetzt zurück in die Slide. Und wie gesagt, wir können jetzt gleich, und das werden wir auch gleich sehen, ich habe natürlich einen Backtest laufen lassen und dergleichen. Man hat natürlich hier die Möglichkeit, dort jetzt gleich zu zeigen, und das werde ich auch tun, dass eben dieser Handelsansatz wirklich profitabel ist, dass er über ein bestimmtes Zeitintervall entsprechend profitabel war. Wir haben auch schon diverse Tests laufen lassen, zum Beispiel, was dürfen wir erwarten? Wie sehen beispielsweise verschiedene Kapitalkurven aus? Da kann man dann ja mit Monte-Carlo-Simulationen beispielsweise arbeiten. Man kann sich das, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein bisschen leichter machen, wenn man jetzt eine Verlustserie hat. Man kann zum Beispiel mittels der jetzt hier ausgegebenen Zahlen, also Trefferquote, Payoff-Ratio, also das Verhältnis durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust und dergleichen, man kann ohne Probleme im Grunde genommen hier zeigen, dass man
in diesem Zeitintervall, wo wir es getestet haben, ein Zeitfenster hatte, in dem die Trefferquote nicht sonderlich gut war. Das waren nur 42% zum Beispiel. Und dass wir dann auch mit Verlustserien von 15 Trades in Folge rechnen müssen. Wiederum, was uns dann gleich vor Augen führt zu Beginn, das ist das, was wir erwarten dürfen. Und das sollte uns nicht nervös machen, wenn wir diesen Handelsansatz einfach kopieren. Das fällt aber unfassbar schwer, es erstmal umzusetzen, besonders wenn ich das nicht selber erdacht habe. Trotz der Tatsache, dass es mir eben visualisiert wird in dieser Form. Und so, nun ist es eben entsprechend so, dass sich natürlich gleich dann an dieser Stelle doch die Frage stellt, logischerweise, na, was soll denn das dann eigentlich überhaupt? Wofür braucht man überhaupt solche Webinare, wie wir es jetzt hier halten? Welchen Sinn und Zweck soll das tatsächlich erfüllen? Und in der Tat ist es so, dass diese Frage absolut gerechtfertigt gestellt wird. Und wir werden gleich auch sehen tatsächlich, dass ich denke, dass hier ein Problem in der gesamten Branche auch besteht, also in der Trading-Industrie generell, im Zusammenhang mit eben der Vermittlung von Lehrinhalten, den man früher oder später mal angehen muss, weil offenbar irgendetwas sehr schief läuft. Wir haben einerseits zwar unfassbar viele Quellen, welcher wir uns mittlerweile Input holen können und ausgehend, wovon wir uns weiterbilden können mit dem Trading. Und nichtsdestotrotz ändert sich ja offensichtlich nichts an der Tatsache, dass mehr als 90% der Trader mit ihrem Handeln unprofitabel sind. Und da muss es ja in irgendeiner Form einen Zusammenhang geben. Das könnte man natürlich pauschal hergehen, könnte sagen, naja, jetzt ganz ehrlich, dann ist einfach der Input, der da zur Verfügung gestellt wird, vielleicht Käse. Das funktioniert einfach nicht, was diese ganzen Gurus, Coaches und dergleichen eben da kommunizieren. Dem ist aber nicht so, das funktioniert tatsächlich. Dann könnte man nämlich als Coach würde man das auch umdrehen und würde wahrscheinlich einfach sagen, mein Inhalt oder die Inhalte, die ich kommuniziere, funktionieren, aber du bist nicht in der Lage, sie vernünftig anzuwenden. Und tatsächlich findet sich, wie so häufig, die Wahrheit genau in der Mitte. Also es ist tatsächlich sowohl die Vermittlung der Inhalte und was vermittelt wird und eben auch die Art und Weise, wie eben dann ganz besonders Privatanleger mit diesen zu vermittelten Inhalten, wie die da entsprechend mit umgehen. Und das ist das, wo wir gleich einen Blick darauf werfen wollen und wie man dann sehen kann, dass dieses Setup, was hier auf dem Bildschirm jetzt gerade erscheint, dennoch einen unfassbaren Mehrwert, und zwar nicht nur im Zusammenhang mit jetzt dieser einen Strategie, sondern für alle in Zukunft gehandelten Strategien eben tatsächlich liefern kann. So, wir wollen, bevor wir uns eben diesen dann wieder mentalen und sehr psychologischen Aspekt widmen, wie gesagt, ganz kurz der rein technischen Seite widmen, kurz diese Punkte hier durchgehen und das anhand eines Charts dann auch gleich beleuchten. Also Definition dieses Setups ist, wir identifizieren einen Vorteil, immer ganz wichtig, ja, ohne einen Vorteil, einen auch statistisch erwiesenen Vorteil sollte man sich auf gar keinen Fall im Trading wiederfinden. Wenn man nicht weiß, was sein Vorteil ist, darf man davon ausgehen, dass man keinen Vorteil hat. Und das ist der Moment, an dem ich sämtliche Trading-Aktivitäten einstellen sollte und erstmal meinen Vorteil identifizieren oder finden sollte, um dann ausgehend hiervon durch eine stete Kapitalisierung dieses vorhandenen Vorteils eben mich dem Trading-Business widme und dann versuche, mein Geld infolgedessen zu vermehren. Also, wir müssen einen Vorteil identifizieren. Das ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Man kann dann auch eine sehr schöne Parallele ziehen, wenn man zum Beispiel das Roulette-Spiel im Casino betrachtet. Man stellt sich die Frage, wo ist denn der Vorteil des Casinos? Der Vorteil des Casinos im Roulette beispielsweise ist die Null. Das ist dieses eine grüne kleine Feld. Und das sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eben rot oder schwarz fällt, eine Wahrscheinlichkeit ist kleiner 50%. Und durch das entsprechende Auszahlungsverhältnis, welches sich nicht manipulieren lässt seitens des Spielers, sondern welches seitens des Casinos vorgegeben ist, lässt sich eben ein für den Spieler negativer Erwartungswert kreieren. Und das ist auch genau das, was getan wird. Beziehungsweise ein für das Casino folglich positiver Erwartungswert. Denn ich spiele als Spieler ja gegen die Bank. Falle von Blackjack beispielsweise. Es ist so, es gab Zeiten, in denen man im Blackjack hat verdienen können, und zwar durch eine Technik namens Kartenzählen. Das wurde in dem Film 21 sehr, sehr schön illustriert. Das wurde da so ein bisschen, ja, ich sag mal, als etwas dargestellt, was so ultimativ mega Brains nach benötigt hat. So Leute, die unfassbar intelligent sind, eidetisches Gedächtnis haben und sich Kartenstände und so weiter merken können. Tatsächlich ist die Technik des Kartenzählens verhältnismäßig einfach, relativ simpel eben und zielt genau auf wieder das Gleiche ab, worauf wir beim Identifizieren eines Vorteils abzielen. Wir versuchen den für uns normalerweise negativen Erwartungswert dahingehend zu beeinflussen, dass wir einen positiven Erwartungswert eben plötzlich haben und dann eben in dem Fall unterm Strich pro Bet, also pro Wette, die wir eingehen, mehr verdienen, als wir verlieren im Schnitt. Und das kann eben dadurch dann geschehen, beispielsweise beim Blackjack-Spielen, indem ich
dann eine große Bet-Size anstrebe. Und das kann ich ja beim Blackjack eben tatsächlich dann aktiv selber beeinflussen, wie viel ich auf ein bestimmtes Blatt setze. Das kann ich dann erreichen, wenn das Deck heiß ist. Das heißt also, viele hohe Karten eben tatsächlich dann im Deck vorhanden sind. Das Interessante dabei ist, dass nämlich das Casino dann in einem Verhältnis von 3 zu 2 auszahlt. Und genau dieses Auszahlungsverhältnis sorgt dafür, dass ich als Spieler den Vorteil zu meinen Gunsten manipulieren kann. Wann schaffe ich es nicht mehr, dass das Deck heiß ist und ich eine entsprechende Bet-Size eben erreichen kann? Relativ einfach. Das ist dann der Fall, wenn das Casino kontinuierlich die Karten immer wieder neu mischt und eben nicht dafür sorgt, dass ein Kartendeck komplett rausgespielt wird. Also auch 6 Kartendecks zum Beispiel, die werden zusammengemischt. Ja, das sind dann 52 mal 6 Karten. Das sind also 312 Karten. Und desto weniger Karten eben im Deck sind, kann ich eben durch eine simple Zählweise, Einsen und Nullen aufaddieren, kann ich eben oder aufaddieren bzw. subtrahieren, also Plus und Minus rechnen, kann ich eben erreichen, dass ich dann identifizieren kann, wenn ein bestimmter Stand erreicht ist, zum Beispiel plus 20, dass ich in diesem Moment eben größer wetten muss, weil eben dann mehr hohe Karten im Deck sind und durch dieses Auszahlungsverhältnis mein Vorteil gegeben ist. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus will, ist, es geht offensichtlich immer, ob ich jetzt spiele oder ob ich trade, geht es immer darum, einen Vorteil zu identifizieren. Und das ist der Moment, wo ich mit einem Vorteil, einem statistischen Vorteil arbeite. Das ist der Moment, wo ich kein Zocker mehr bin, sondern wo ich dann ein professioneller Spieler bin. Jemand, der eben mit Spielen seinen Lebensunterhalt bestreitet. Oder ein professioneller Trader bin. Jeder, der keinen Vorteil hat oder seinen Vorteil nicht kennt und trotzdem tradet oder trotzdem spielt, ist ein Gambler, das ist ein Zocker. Und genau das ist eben das, was man auf jeden Fall, das ist ein erster sogenannter Glaubensgrundsatz. Sie hatten wir letzte Woche in der Trading-Psychologie. Das ist etwas, was man auf jeden Fall verstehen muss. Ich muss einen Vorteil identifizieren in meinem Trading, mittels welchem ich dann mich im Markt bewege und den ich versuche, kontinuierlich zu kapitalisieren. Und in unserem Setup ist es eben die Identifikation eines Vorteils mittels des 50er 5-Minuten-EMAs. Das heißt also, simpel gesprochen, wenn wir drüber handeln, gehen wir nur Long-Setups ein, wenn wir drunter handeln, gehen wir nur Short-Setups ein. So, jetzt natürlich die Frage, okay, wie ergibt sich ein Long- oder Short-Setup? Das erfolgt über das erstmal Definieren einer sogenannten Handelsspanne, einer Open Range. Das heißt also, wir schauen uns das Zeitfenster zwischen 8 und 9:05 Uhr an und gucken uns an, wo ist das Hoch und wo ist das Tief dieser Handelsspanne. Und dann traden wir einen Bruch aus dieser Range auf der Oberseite, dann, wenn wir oberhalb des 50er EMAs auf 5-Minuten-Basis traden, beziehungsweise wir traden einen Bruch auf der Unterseite, wenn wir aus dieser Range, die wir identifiziert haben, auf der Unterseite rausbrechen und unterhalb des 5-Minuten-EMAs eben traden. Das ist dann also schon Punkt 3 offensichtlich. Und unser Take-Profit, in diesem Fall ist es so, das habe ich hier geschrieben, es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem Take-Profit zu arbeiten oder beziehungsweise ein Ausstieg aus diesem Handelsansatz zu wählen. Es gibt einmal die Möglichkeit, mit einem vorher festgelegten Take-Profit-Level zu arbeiten. Das ist das Verhältnis von 2 zu 1. Dann in diesem Fall, also beispielsweise die Range hier, die festgestellt wird, sind 50 Punkte. Dann ist das Take-Profit-Level 2R an dieser Stelle. Das heißt also 2 mal 50 Punkte oder 100 Punkte, auf die ich abziele. Oder es gibt eine zweite Möglichkeit in stark trendenden Märkten, nämlich dass man mit dem Supertrend auf 5-Minuten-Basis eben arbeitet. Aggregation ist dann eine Periode von 14 und der Multiplikator 2,618. So, das grafisch einfach mal anhand eines Beispiels gezeigt. Hier haben wir die Open Range, das Hoch und das Tief, dieses Zeitintervalls zwischen 8 und 9:05 Uhr. Wir sehen diese blaufarbene Linie, das ist unser Trendfilter. Das ist der 50er EMA auf 5-Minuten-Basis. Wir brechen auf der Unterseite raus, handeln drunter, ergo haben wir einen Short Trade. Und dann ist es so, dass wir einmal hier ein Gewinnmitnahmelevel im Verhältnis von 2 zu 1 hätten. Ja, also heißt das, wir nehmen diese Differenz und klappen diese Range zweimal nach unten auf und dann landen wir eben hier genau auf diesem Level, wo wir unseren Take Profit mitnehmen. Die zweite Alternative ist, das weißt du natürlich nicht vorher, aber mit der Zeit kann man ein Gespür für den Markt entwickeln. Oder beziehungsweise man kann, das hat nicht nur zwangsläufig was mit Gespür oder Gefühl für den Markt zu tun, man kann zum Beispiel auch das übergeordnete charttechnische Bild sich einfach betrachten. Ja, wir betrachten hier einen 5-Minuten-Chart. Wir wissen zum Beispiel dann ausgehend von einem markttechnisch tiefgehenden Verständnis, zum Beispiel, dass der Stundenchart unser direkter Dominator ist. Und wenn der zum Beispiel dabei ist, ein signifikantes Level wie ein Vorwochentief, ein Vortagestief, ein Vormonatstief oder dergleichen eben nach unten zu brechen, Jahrestief, das vielleicht alles zusammen in einem Bereich fällt, dann ist das so ein potenzieller Bereich, bei dem man Action erwarten darf und wo der Markt vielleicht dann darüber hinausgehend weiteres Momentum aufnimmt, wo ich dann zum Beispiel davon absehen würde,
hier mit einem festgelegten Take-Profit-Level zu arbeiten, sondern eher darauf zu spekulieren, wenn das sich jetzt ergänzt noch zusätzlich mit zum Beispiel fundamentalen Lage, also wir laufen diesen Bereich an und dann kommt plötzlich die News über den Ticker, die Türkei ist jetzt tatsächlich pleite und das streut aus auf den gesamten europäischen Bankensektor, somit auch auf den deutschen Bankensektor. Viele Banken ja, kriegen einfach, oder das hat mega Einbußen auf ihre Profitabilität zur Folge, dann ist es eben so, dass das natürlich potenziell für den Aktienmarkt eher negativ bearish ist und dass dann infolgedessen ein stärkeres Abwärtsmomentum, also eine stärkere Trendstruktur auf den Weg gebracht wird. Und sowas könnte dann zum Beispiel mich dazu veranlassen zu sagen, ich arbeite nicht mit einem Gewinnmitnahmelevel, sondern ich lasse den Markt auf der Unterseite laufen. Also das heißt, ich warte darauf, oder ich spekuliere darauf, dass sich eine starke Trendstruktur entfaltet. Das tritt nicht oft auf, aber wenn es auftritt, dann sieht man in diesem Beispiel beispielsweise, dass wenn ich hier ein Gewinnmitnahmelevel habe, dass mir doch einiges entgeht. Wenn ich mit einem Supertrend arbeiten würde, könnte ich hier über 100 Punkte mehr verdienen. Und das ist noch ein relativ moderates Beispiel, denn es gibt Beispiele, da reden wir von 110 von Punkten. Oh, Verzeihung, jetzt habe ich gerade den Chart weggemacht. So, da ist er. So, also das in diesem Zusammenhang, so funktioniert der Handelsansatz. Wir wollen mal kurz auf den Chart von heute schauen. Wir wollen mal kurz darauf blicken, wie stellt sich das Bild hier im DAX dann dar? Was wäre heute passiert? Ja, was wäre heute Folgendes passiert? Wir hätten einen Long Trade gehabt, denn wir sehen hier eine Open Range mit diesen zwei dünnfarbenen roten Linien. Das ist das Hoch und Tief zwischen 8 und 9:05 Uhr. Wir handeln oberhalb dieses 50er EMAs, dieser blaufarbenen Linie. Wir brechen ganz knapp auf der Oberseite aus. Leider nimmt der Markt kein weiteres Aufwärtsmomentum auf, sondern stattdessen kippt ab, bricht die Tagestiefs und rutscht dann hier auf der Unterseite, um dann kurze Zeit später relativ scharf zurückgekauft zu werden. Der Trade wäre aber zwischenzeitlich schon bereits ausgestoppt geworden, nämlich hier in dem Moment, wo wir einfach diese Tiefs gebrochen haben. Das heißt, wäre also folglich ein Verlusttrade gewesen. Macht uns das etwas aus? Ganz im Gegenteil, wir wissen, dieser Handelsansatz bleibt profitabel. Die Trefferquote liegt tatsächlich sogar knapp unter 50%. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, auch jetzt schon mental, dass eben im Großteil der Fälle solch ein Handelsansatz eher ein Verlusttrade generieren wird. Nichtsdestotrotz eine Vielzahl von Trades nach sich ziehen wird, dass ich trotzdem profitabel bin. Auch das ein bisschen plastischer gesprochen. Stellen uns einfach mal vor, wir würden ein Spiel spielen. Jetzt derjenige, welche der gerade jetzt just in diesem Moment zuhört, wir beide spielen jetzt ein Spiel. Kopf oder Zahl, Münzwurf, ja, ich nehme Kopf, du nimmst Zahl. Auszahlungsverhältnis ist allerdings 2 zu 1. Das heißt, ich bekomme für jedes Mal, dass Kopf kommt, 2 € von dir, während du bei Zahl 1 € von mir erhältst. So, jetzt machen wir die ersten drei Würfe und die ersten drei Würfe sind alle Zahl. Das heißt also, du kriegst jetzt von mir 3 €. Würde das jetzt dazu führen, dass ich dieses Spiel nicht weiterspiele? Ganz im Gegenteil. Ich würde dieses Spiel immer weiterspielen. Selbst wenn du jetzt noch 10 Mal in Folge gewinnst. Weil ich nämlich weiß, dass ich auf die ersten 10 Trades das Ergebnis, oder auch auf einen Wurf, also nicht Trades, sondern Münzwürfe sind es dann an der Stelle, dass das Ergebnis rein zufällig ist. Denn es ist 50-50 Chance, ob Kopf oder Zahl kommt. Aber ich weiß, auf die lange Frist, auf 100 Würfe, auf 1000, auf 10.000 Würfe, da reden wir dann nicht mehr von einem rein zufälligen Ereignis. Denn da wird sich das auf jeden Fall mit 50-50 ausgehen. Das heißt also, wir werden wissen, dass wir zum Beispiel 1000 Würfe gemacht haben und dass wir uns sehr ganz relativ deutlich sogar in Richtung einer Verteilung von 500 Würfen Kopf und 500 Würfen Zahl annähern werden. Und dadurch, dass ich ein Auszahlungsverhältnis aber von 2 zu 1 habe, weiß ich eben, dass ich jedes Mal doppelt so viel verdiene, wenn Kopf kommt, als in dem Moment ich verliere, wenn Zahl kommt. Und das sorgt dafür, dass ich einen positiven Erwartungswert habe. Und genau dieser positive Erwartungswert, das ist das, was ich als professioneller Trader versuche zu kapitalisieren. Also, selbst wenn jetzt zum Beispiel der heutige Trade kein Gewinn war, würde ich diesen Ansatz immer weiter traden, denn ich bin darüber mir im Klaren, dass dieser Ansatz tatsächlich profitabel war. Das ist natürlich jetzt auch eigentlich, jetzt wird ein Statistiker sagen, naja, komm, du redest jetzt hier gerade davon, dass du eine Vielzahl von Trades analysierst und jetzt nimmst du nur ein Zeitfenster von eben beispielsweise, in dem Fall ist es ein Jahr. Es soll tatsächlich erstmal nur genau das illustrieren, was ich gerade eben unterstrichen habe. Diesen Ansatz, den könnte man über eine Vielzahl von Vielzahl von Jahren backtesten und würde feststellen, dass er tatsächlich profitabel ist. Ich habe im gleichen Backtest zum Beispiel für den S&P 500. Das ist eine andere Aggregation. Da reden wir ja von einem Zeitfenster, US-Markteröffnung. Da ist es dann zum Beispiel das Zeitfenster 15:30 bis 16:15 Uhr. Da handle ich mit einem 15-Minuten-Chart. Da habe ich einen 10er EMA statt einem 50er EMA.
Aber alles in allem ist es nur die Anpassung der Aggregation. Und das Zeitfenster, was ich da zum Beispiel getestet habe, liegt dann 7 Jahre zurück. Oder was getestet wurde, sind 7 Jahre. Und daher soll das an dieser Stelle ausreichend sein, um diese Gedanken nochmal zu unterstreichen. Wir sehen dann eben hier die Anzahl von Trades in diesem Zeitintervall, täglich nahezu fast ein Trade, der gemacht worden ist, 225. Das sind also roundabout 250 Handelstage hier, ein bisschen mehr vielleicht. Da gibt es mal Tage, da gibt es keine Trades, weil die Vola zum Beispiel niedrig ist und weil es keinen Ausbruch aus dieser Range gibt. Aber alles in allem kann man sagen, Pi mal Daumen, ein Trade pro Tag. Wir sehen hier die gewonnenen Trades prozentual mit dann knapp 42%. Ja. Tatsächlich ist es so, dass solche Breakout-Ansätze gemeinhin eine Trefferquote um die 47, 48% meiner Erfahrung nach haben. Das heißt also, wir hatten ja eigentlich ein Zeitfenster dieses Tests, wo die Treffer nicht sonderlich super waren, also wo wir eigentlich eher unter Durchschnitt getroffen haben. Aber dadurch, dass wir eben hier ein Auszahlungsverhältnis, durchschnittlicher Gewinn von 157 € hatten und einen durchschnittlichen Verlust von 99,70 €, also ein Auszahlungsverhältnis von 1,57 zu 1, haben wir halt einen positiven Erwartungswert gehabt und dadurch eine Kapitalkurve, die steigt, nämlich von links unten nach rechts oben. Und das ist dann das, wo man eben sieht, dass selbst wenn der erste oder wenn ein Trade als solches rein zufällig ist, Chance von 50%, vielleicht sogar ein bisschen weniger hat, die Wahrscheinlichkeit sogar etwas höher ist, dass wir verlieren, dass das unterm Strich nichtsdestotrotz der Profitabilität des Handelsansatzes eben keinen Abbruch tut. So, und in diesem Zusammenhang, wie gesagt, ist es jetzt eben so, da könnte man jetzt eigentlich im Großen und Ganzen das Webinar fast schon wieder beenden. Also halbe Stunde, ein bisschen was erzählt, Handelsansatz ist profitabel. Ich kann jetzt hier ganz kurz nochmal auf der nächsten Slide zusammenfassend diese klaren Punkte für eben dieses Setup formulieren. Ja, wir ziehen das einfach, oh, Verzeihung, nee, oh, so rum. Wir lassen das einfach so stehen. Ja, man kann sich jetzt einfach diesen hier screenshotten, diesen Bildschirm. Man könnte einfach die PowerPoint sich aus der Anlage hier runterladen. Fertig. Könnte man einfach so machen. Aber wie bereits einleitend gesagt, das Problem bei der ganzen Sache ist leider eben, dass das nicht so leicht ist. Es ist nicht einfach, einfach eine Handelsstrategie von jemandem anderen zu nehmen, einfach zu sagen, ich trade die jetzt und fertig. Denn die Emotionen lassen sich eben nicht ausschalten. Beziehungsweise, selbst wenn ich meine Emotionen einigermaßen im Griff habe, bleibt immer so ein Restzweifel, beziehungsweise auch eine Unwissenheit, wann sind die Marktbedingungen denn vielleicht nicht mehr ganz so optimal? Wann sind denn Adaptionen meinerseits erforderlich? Dafür ist es nötig, dass ich mich mit solchen elementaren Dingen auseinandersetze, wie zum Beispiel einem soliden Risiko- und Money Management und die ganzen Parameter, die Profitabilität im Trading bedeuten, eben wirklich nicht nur in- und auswendig kenne, sondern wirklich lebe in meinem Trading, dass die mir in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass ich dort ich sage es jetzt mal, wie man es in der Trading-Psychologie letzte Woche schon eingeführt hatte, dass ich ein Level der sogenannten unbewussten Kompetenz erreicht habe, welches es mir möglich macht, egal wann, wo ich mich befinde, jederzeit sofort wie aus der Pistole geschossen, zum Beispiel Auskunft in meinem Payoff-Ratio in meinem Trading zu geben. Und auch genau zu wissen, was ist das Payoff-Ratio eigentlich in meinem Trading. Und dass mir eben dann auch klar ist, dass wenn ich das nicht kann, dass das eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit nach sich zieht, dass ich mit meinem Trading unwahrscheinlicher profitabel sein werde. Denn wir wissen eben auch, diese Säulen profitablen Tradings umfassen eben Risikomanagement, Trading-Psychologie und das Erstellen bzw. Handeln einer nachweislich profitablen Handelsstrategie. Und Fakt ist nun einmal, dass das, was ich gerade eben als Beispiel jetzt genommen habe, mit dem nicht wirklich Durchdringen dieser Komponente Payoff-Ratio schon dieses eine Säule Risikomanagement bröckeln lassen wird. Denn wir werden dann auf einmal Schwierigkeiten haben, tatsächlich hier ausgehend eben von einem nicht tiefgehenden Verständnis in der Lage zu sein, eben diese Säule so umfassend zu kennen, in ihrer Tiefe zu verstehen und dann in unserem Trading Anwendung finden zu lassen, sodass ich wirklich dann auch in meinem Trading profitabel sein kann. Ja? Also jetzt, wir wollen aber zurückkommen, wie gesagt, zu der Schwierigkeit, Handelsansätze zu kopieren. Und ich will dann ganz einfach gleich diese Slide hier mal aufrufen. Tatsächlich ist es schon die letzte. Aber wir hatten beim letzten Mal, oder ich glaube doch beim letzten Mal, Risikomanagement, sind wir leider nicht so ganz detailliert drauf eingegangen. Das hat auch damit zu tun, weil wir sehr, sehr detailliert wiederum hinsichtlich einiger Risikomanagement-Komponenten geworden sind. Das soll jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall nachgeholt werden. Also, ich hatte jetzt bereits gesagt, was ich halt sehr gerne mache und was sich wirklich super gut eben bewährt hat bei mir, ist, dass ich diese Basisstrategie,
die einfach duplizierbar ist. Wie gesagt, das sind 4 Schritte gewesen, die haben Sie gerade gesehen, die da eben dann durchlaufen werden. Ganz einfach runtergebrochen, Identifikation eines Vorteils, dann entsprechende Formulierung einer Open Range. Damit habe ich dann den Einstiegspunkt und auch mein ganz klar vorgegebenes Stop-Level. Dann gehe ich diesen Trade in Richtung des identifizierten Vorteils ein, habe meine klar definierten Parameter hinsichtlich Gewinnmitnahmelevel, Take Profit oder Ausstiegssystem und fertig. Ja? Und das handle ich immer weiter durch. Und wenn ich das eben über einen langen Zeitraum dann mit jeweiligen Parametern, nach Möglichkeit jetzt nicht nur mit einem Datensatz, sondern oder nicht mit einem Parametersatz so, habe durchlaufen lassen, sondern eventuell auch in einer Umgebung. Also, dass ich zeigen kann, dass diese Strategie auch, man sagt dann, robust ist, dass die stabil ist. Wenn mir das dann tatsächlich geglückt ist, dann ist im Grunde genommen meine ganz simple Herangehensweise, dass ich diese Basisstrategie trade. Ich weiß also, dass ich zum Beispiel einen Automaten habe. An der Stelle, das nennt man dann Expert Advisor im Falle eines MetaTraders zum Beispiel. Das geht einfach den Trade ein. So, ich bin im Markt positioniert und jetzt ist meine Aufgabe eben zu schauen, dass ich versuche, den Erwartungswert zu optimieren dieser Strategie. So. Und das ist eine Herangehensweise, die sich in meinem Fall bewährt hat und die ich auch uneingeschränkt weiterempfehle eben tatsächlich. Nichtsdestotrotz, die für viele natürlich schon auch vielleicht dann wieder Schwierigkeiten nach sich zieht, weil das natürlich voraus ist, dass ich dann auch wiederum zum Beispiel ein sehr tiefgehendes Marktverständnis habe. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf den DAX schaue, ich fühle mich im DAX einfach unfassbar wohl. Der DAX und ich, wir sind im Grunde genommen gemeinsam unterwegs. Also der DAX, den gab es auch schon vor mir und meiner Trading-Laufbahn, aber wir haben uns ja seit im Grunde genommen Beginn meiner Trading-Laufbahn vor, mal kurz mal überlegen, 2018. Oh verdammt, werde ich alt, oh Gott. Also 15 Jahre sind es schon. Ja, 15 Jahre krieg ich schon zusammen. Also auf jeden Fall in diesem Zeitintervall ist der DAX mein ständiger Begleiter und man entwickelt einfach ein Feingespür, also ein Gefühl einfach dafür, wie der unter bestimmten Marktbedingungen sich einfach darstellt. Wann er in den Bereich geht, wo er wirklich zu einer Übertreibung neigt, zum Beispiel. Das merkt man einfach. Und, oder ich spüre das jedenfalls. Und das ist zum Beispiel so, dass dann in meinem Trading ich das auch genauso einfließen lasse. Und ich kann dann auch tatsächlich anhand meiner Aufzeichnung, ich meine, das kann ich mir durchaus einbilden, das ist ja auch etwas, das bezeichnet man ja in der Behavioral Finance, also in der Verhaltensökonomik oder Behavioral Economics ist es dann. Behavioral Finance ist ein Spezialgebiet der Behavioral Economics. Bezeichnet man das als Kompetenzillusion. Es kann durchaus sein, dass ich mir einbilde, den DAX zu kennen und tatsächlich profitabel im DAX zu agieren, ja, aber unterm Strich gar nicht profitabel bin. Ich kann es aber dann doch eben für mich behaupten, weil ich eben eine ganz klare Dokumentation meines Tradings habe. Also einmal der Basisstrategie, die kenne ich sowieso, aber auch meine Intervention ausgehend von meinem Gefühl für den DAX, die dann eben zeigen, dass ich zu dieser Basisstrategie eben nochmal eine Verbesserung bringe, indem ich eben besser abschneide als diese. Wie kann man sich das vorstellen? Ich zeige das mal kurz. Gehen wir jetzt mal rein hypothetisch davon aus, dass ich heute Short gewesen wäre, statt Long. Aus welchen Gründen auch immer, ich wäre jetzt einfach nicht long, sondern ich wäre short gewesen. Und ich sehe dann einfach in diesem Zusammenhang, dass der DAX nach einer zunächst bullischen Eröffnung eben tatsächlich doch sich auf der Unterseite entwickelt. Und ich sehe dann dieses, ja, das hat sowas, mir ist heute der Gedanke gekommen, wie soll ich das nennen? So eine Art Salami-Crash, also aber im Kleinen. Ne? Also der tropfte immer tiefer und du hast gesehen, es kam einfach keine Nachfrage in den Markt, sondern der DAX, der hat einfach immer tiefere Tiefs, aber nur marginal gemacht. Und dann mit der US-Eröffnung kam es eben entsprechend zu einer Beschleunigung auf der Unterseite und zu einer Übertreibung. Und was man eben hier sehen kann, also erstmal, das ist diese eine Kerze, ja, die das dann illustriert, diese eine relativ rote Kerze dort um, in dem Fall ist es, Moment, ich muss mal eben jetzt hier schauen. Ja, ungefähr 18 Uhr war es. Nee, ist es 18 Uhr? 17 Uhr? Ich gucke mal kurz jetzt. Ja, wir müssen eine Stunde vorgehen, ganz genau. Also das ist dann hier diese 18-Uhr-Kerze gewesen. Was ich aber eben zum Beispiel auch wusste, war, dass der DAX hier schon relativ weit auf der Unterseite gelaufen war, gestern. Da kam es zu der Gegenbewegung. Und als der Markt dann hier jetzt nochmal diese Tiefs angelaufen ist von gestern und leicht überstochen hat, da war das so für mich so ein Indiz dafür, dass es das nach unten wahrscheinlich war. Also ich habe dann in diesem Moment natürlich kurzzeitig so ein bisschen auch geschluckt, weil ich mir dachte, da kannst du auch mal blöd erwischt werden, weil der Stop, man sieht es hier, liegt bei 2,60. Ja, im Tief sind wir gehandelt worden, ich glaube bei 2,90 ungefähr. Wenn ich mal kurz hier gucke. Ja, 2, ja, 2,91 zu 2,92. Da kannst du natürlich auch mal im dünnen Marktumfeld plötzlich ein Durchrutschen sehen. Da wirst du aus der Position ausgestoppt und dann dreht der Markt. Das ist dann allerdings
Pech, ja, also so würde ich das jetzt mal formulieren. Aber ich habe mich in diesem Moment, als der Markt hier sich dann entsprechend hat fangen können, habe ich mich eigentlich dann auch in der Long-Position, dachte ich mir so, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal auf Einstand zurücklaufe. Und das sieht ja gerade danach aus, als wenn wir dann doch nochmal so mit einem blauen Auge davonkommen und wenigstens ein kleiner Profit rauskommt. Übrigens, das wird jetzt den einen oder anderen überraschen, dass ich sowas sage, weil im Endeffekt, da steht ja ganz offensichtlich ein punkttechnisches, wesentlich höheres Risiko, als eben ich jetzt hier unterm Strich wahrscheinlich einen Profit für den Tag generieren werde. Das ist ja natürlich aus dann wiederum Payoff-technischer Sicht etwas, wo man sagen wird, das ist irgendwie, das Verhältnis passt nicht ganz. Das muss man natürlich dann so sehen. Ich sehe jetzt hier natürlich das große ganze Bild und den Gesamthandelsansatz, die Basisstrategie, die ich heute durchlaufen lasse, von der ich weiß, dass sie profitabel ist. Ja, also deswegen macht mir das in diesem Moment nichts aus. Das ist eine ganz wesentliche zusätzliche Information, die natürlich dann nötig ist, noch weiter zu kommunizieren. Aber gehen wir jetzt, wie gesagt, nochmal davon aus, dass es eben einfach ein Short Trade gewesen wäre. Was hätte ich dann gemacht? Nun, eine Idee wäre zum Beispiel, dass ich dann in solch eine Übertreibung zum Beispiel die Hälfte der Position ausskaliere. Also im Falle jetzt zum Beispiel von diesen 0,36 Kontrakten, die hier für den DAX handeln, also 36 Cent pro Punkt, der hier entsprechend aufläuft, hätte ich zum Beispiel dort sehr wahrscheinlich dann 0,2 bis vielleicht sogar 0,25, vielleicht sogar zwei Drittel, also etwas mehr als die Hälfte, vielleicht sogar zwei Drittel des Trades rausgenommen und hätte dann jetzt eben hier noch 0,11 bis 0,16 Kontrakte stehen lassen. So, dann würde ich den Rest der Position auf plus minus null ziehen und das würde nach sich ziehen, dass ich hier in diesem Bereich eben mehr, also die Hälfte des dato aufgelaufenen Profits rausnehme und dann eben den zweiten Trade hier auf Break-Even stehen würde. Also gehen wir mal davon aus, der Entry-Kurs war von mir aus hier 13.000, weiß ich nicht, 390 oder irgendwie sowas. Da würde ich jetzt mittlerweile, wäre ich ausgestoppt. Das Interessante ist aber, ich habe eben hier auf diese andere Hälfte bis zwei Drittel eben ein Profit generiert. Und jetzt ist es natürlich dann so, dass ich hier am Ende des Handelstages, wenn der Trade dann geschlossen ist, dann ausrechnen kann, wo hat die Basisstrategie jetzt geschlossen? Mal angenommen, ich bin Short, dann würde jetzt jeder Kurs, der oberhalb dieser grün gestrichelten Linie hier stattfindet, und wo der Schlusskurs entsprechend stattfinden würde, wäre dann entsprechend ein negatives Ergebnis für den Handelstag. Ich hätte aber ein positives, weil ich mit der zweiten Hälfte ja plus minus null rausgeflogen bin und die erste Hälfte hier unten aufgelöst habe. Das heißt also, ich würde zur Basisstrategie ein besseres Ergebnis von x Punkten generieren. Sagen wir mal 50 Punkte. Dann dokumentiere ich das mit einer plus 50 bei mir im Trading Journal. Wenn ich jetzt ein schlechteres als das der Basisstrategie-Ergebnis generiere, also zum Beispiel 50 Punkte unter dem Kurs, weil ich hier die Hälfte des Trades mitnehme, was schon mal nicht schlecht ist, aber der Markt anschließend nochmal 500 Punkte fällt, weil es genauso ein Flash Crash gibt wie zum Beispiel im Februar. Dann wäre es natürlich so, dass ich auch das dokumentieren müsste und ich dann in dem Fall zum Beispiel sagen würde, das Ergebnis ist jetzt minus 50 Punkte zur Basisstrategie. Das ist allerdings jetzt nur das Ergebnis für einen Trade. Was dann mein Ziel ist, ist, das für eine Vielzahl von Trades zu dokumentieren, um so genau das zu machen, was ich in dieser Slide hier beschrieben habe, um eben diese profitable Basisstrategie noch profitabler werden zu lassen, nämlich den Erwartungswert entsprechend positiv zu beeinflussen. Denn jeder Punkt, den ich besser abschneide als die Basisstrategie, ist ja etwas, was offensichtlich den Erwartungswert verbessert. Und das ist das Ziel eben entsprechend meines Tradings dann. Das, worauf wir allerdings jetzt auf eingehen wollen, profitabler werden, das ist wie gesagt meine Herangehensweise, weil ich eben das, was ich jetzt beschreiben will, schon lange, lange eben eingeschliffen habe, nämlich diesen Ablaufplan, der so wichtig ist. Dieses klar formulierte Regelwerk, an welches ich mich halte und von dem ich weiß, dass sie für mein Trading positiv eben tatsächlich ist. Und das hier ist dann entsprechend die Tabelle dazu, die ich jedem empfehle, genau in dieser Form durchzulaufen. Nämlich, dass wir diese Strategie, diese klar formulierten Regeln einfach nehmen und dann diesen Plan immer wieder durchlaufen. Und warum wir das tun sollten, genau damit wollen wir uns jetzt im Folgenden nämlich beschäftigen. Ich habe dazu etwas vorbereitet, allerdings leider nicht in dieser Form hier, sondern ich habe das eben zusammengetippt vor dem Webinar. Und der Grund auch,
Das ist übrigens etwas, da spielt dann die Regulierung des Brokers eine Rolle. Ja, Thickmill ist eben ein FCA-regulierter Broker. Und jetzt ist es eben so, dass solch eine Slide, die ich jetzt hier durchlaufen lassen, dass die natürlich vorher Compliance-approved wird. So, und wenn ich da jetzt irgendwas dazu schreibe, dann ist das Compliance-Approval nicht mehr gegeben. Jetzt ist es in meinem Fall kein Problem, aber ich bin da jetzt auch derjenige, der eben dort sich dann sagt, da muss man irgendwie einen anderen Weg eben finden. Und da habe ich dann entsprechend hier einfach ein Dokument schon bereits vorbereitet, was man dann in dieser Form eben durchgehen kann und was dann, naja, eine solide Zwischenlösung ist, so nenne ich sie einfach mal. Das ist jetzt aber allerdings viel Text, deswegen müssen wir uns ein bisschen anders jetzt behelfen. Ich werde also einfach immer das entsprechend hier jetzt gleich so rot hervorheben, wovon wir sprechen. So, also eins, ja, eins der Statements, was ich immer wieder thematisiere, ja, und was ich sehr, sehr schön immer gut einfangen lässt, ist, dass es eine brokerinterne Daumenregel gibt. Die ist übrigens auch, das kann ich jetzt an der Stelle ja kurz zeigen, für alle diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Also es erscheint am 8.10. von mir ein zweites Buch. Ich wurde vom Finanzbuchverlag nach meinem ersten gefragt, ob ich noch eins schreiben würde, weil das erste ein super guter Erfolg war. Und diese 90-90, die findet man schon hier bereits auf der ersten Seite dieser Webseite für das Buch. Also das heißt, ich kann mal kurz die URL hier einstellen. Das kann man auch jetzt bereits schon vorbestellen, dieses Buch. Trader-das-buch.de. Genau. Und da sieht man eben dann auf der ersten Seite zu dieser Webseite, wo man übrigens auch zum Beispiel Monte Carlo Simulation findet. Die haben wir beim letzten Mal angeschaut, auch das Trading-psychologische Profil, welches man sich auswerten lassen kann, wenn man Kunde ist von Thickmill. Ja, Broker hier kann man entsprechend auch Thickmill eben dann als Broker für sich wählen und dann kriegt man eine kostenlose Auswertung dieses Trading-psychologischen Profils, was übrigens nicht nur 4, 5 Fragen sind, sondern 25 Fragen, die ich dann in einer 1-zu-1-Session eben gemeinsam mit dem jeweils welchen, der sich dafür interessiert, auswerte, um eben das Trading auch auf ein mental solides Gerüst zu stellen. Wie gesagt, alles weitere auf der Webseite erklärt, darum soll es an der Stelle gar nicht gehen. Diese 90-90-Regel, 90-90-90-Regel besagt, dass 90% der Privatanleger 90% ihres Geldes im Schnitt in 90 Tagen verlieren. Mittlerweile mussten ja auch die Broker jetzt nach der ESMA-Entscheidung offenlegen, wie sich die Profitabilität ihrer Kunden eben darstellt. Und ich bin ganz offensichtlich nicht ganz so weit weg davon, von diesen Zahlen, die dort eben entsprechend kundgetan werden. Das ist aber umso interessanter, weil nämlich mittlerweile unfassbar viel Trading-Input geliefert wird, unfassbar viele auch profitable Handelsstrategien, auch nachweislich profitable Handelsstrategien geliefert werden, um dann nämlich entsprechend sich logischerweise dennoch die Frage zu stellen, ja, wenn es so viel wirklich guten Content gibt, der kostenlos zur Verfügung gestellt wird, wie kann es denn dann sein, dass trotzdem 90% der Leute 90% ihres Geldes in 90 Tagen versenken? Wie soll denn das funktionieren? Das passt ja nicht zusammen. Und genau in diesem Zusammenhang ist es dann nämlich entsprechend so, dass man logischerweise die Frage stellt, ja, warum? Warum ist das so? Und da gibt es ja eigentlich nur drei Möglichkeiten. Also erstens ist es der Privatanleger, der schuld daran ist, ja, weil er einfach beratungsresistent ist, weil er die einfachsten Gegebenheiten von profitablen Tradings nicht akzeptieren will, es sowieso immer besser weiß. Das ist so ein klassisches Phänomen, was sich natürlich auch ganz besonders jetzt über Google dann über die Jahre, Jahrzehnte muss man mittlerweile ja schon sagen, so viele Jahrzehnte sind es noch nicht, aber manifestiert hat. Ja, ich glaube, der ein oder andere, der hier gerade vielleicht auch zuhört, der wird jetzt mit dem Kopf schütteln, aber spätestens wenn ich sage, wie oft bist du schon mal zum Arzt gegangen und wolltest dem Arzt dann erzählen, was denn genau jetzt nicht nur deine Symptome sind, sondern auch gleichzeitig dich selbst diagnostizieren, weil du hast bei Google dann entsprechend mal geguckt, was das denn für Symptome sind und mit welcher Krankheit die einhergehen. Ja, ich glaube, da ist jeder von uns von betroffen. Ja, ich will mich da auch gar nicht von ausnehmen. Ja, man weiß es sowieso besser. Und das ist in jeder Lebenssituation so, auch im Zusammenhang mit dem Trading. Und ich hatte letzte Woche ja auch diesen Dunning-Kruger-Effekt, hatte ich ja auch gezeigt. Es ist einfach mal so, dass initial eine unfassbare Kompetenzillusion vorhanden ist, dass vielleicht die ersten zwei, drei Trades wirklich Gewinner sind. Und man glaubt, man ist der Größte, ja, um dann nur anschließend festzustellen, Trading ist halt doch nicht so leicht, weil dann kommen die ersten Verlusttrades, dann macht sich erste Skepsis breit, dann kommt Angst, dass der nächste Trade auch ein Verlierer ist, deswegen schafft man es nicht mehr, den Abzug zu betätigen. Und dann kommt der Moment, wo man auch in so ein schwarzes Loch fällt, wo dann die Verluste sich auftürmen, wo man tief im Minus mit seinem gerade neu frisch eröffneten Handelskonto eben tatsächlich bei Broker
XYZ ist, nur um dann eben zu sagen, ja, ist ja kein Wunder, dass diese ganzen Experten Bücher schreiben müssen. Ja, die verdienen selber kein Geld mit dem Trading, deswegen müssen wir Coachings anbieten und Bücher schreiben und so weiter. Ich will an der Stelle sagen, das Problem in der Trading-Branche ist natürlich, diese 90-90-90-Regel, die gilt auch bei den Trading-Coaches. Ja, also das ist eben tatsächlich so. Das ist auch mit der Grund, weswegen ich ja dann meine Trading-Performance offenlege, weil ich eben sage, es macht ja keinen Sinn, ja, hier an dieser Stelle zu sein wie die anderen, sondern du brauchst ja einen sogenannten USP, so sagt man das im Marketing, also einen Unique Selling Point, etwas, was dich besonders macht. Und diese Besonderheit erhältst du dadurch, dass du einfach deine Trading-Ergebnisse offenlegst. Und wenn du dann nachweisen kannst, dass du nach profitabel bist, dann ist im Grunde genommen ja eigentlich alles geklärt. Also das heißt, du verdienst Geld mit deinem Trading und schreibst das Buch, weil du es einfach kannst. Ja, zum Beispiel. Und nun ist es halt, wie gesagt, in diesem Zusammenhang eben so, dass Privatanleger eben diese Beratungsresistenz natürlich mitbringen, was übrigens auch gar nicht schlecht ist. Das ist einfach nur eine sogenannte kognitive Verzerrung, die einfach wieder ganz natürlich uns innewohnt. Und somit könnte man jetzt sich leicht machen und einfach sagen, der Privatanleger ist schuld, dass es nicht funktioniert. Der kann einfach mit den zur Verfügung gestellten Inhalten nicht arbeiten. Das ist aber zu leicht, denn ich kann auch sagen, und auch da will ich mich gar nicht ausnehmen, und ich lerne da auch mit der Zeit immer mehr dazu, es ist eben auch so, dass die vermittelten Inhalte, seien sie auch noch so gut in ihrer Form, so wie sie kommuniziert werden und wie sie den Privatanlegern dann oder den Mentees, also denjenigen welchen, die eben den Studenten nähergebracht werden, dass die Art und Weise gar nicht funktionieren kann, weil nämlich Kompetenz im Trading etwas ist, welches sich über das Einschleifen, über Wiederholung, über Üben, 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 Üben im Grunde genommen einschleift. Und deswegen sollten auch entsprechend diese Inhalte, erstmal sollte klar gemacht werden, dass es so ist, dass es ein aktionsbasierter und Übungsprozess ist tatsächlich, der stetige Wiederholung erfordert, um das, was man dort vermittelt bekommt, dann auch wirklich profitabel anwenden zu können. Ja, also das muss erstmal genauso kommuniziert werden. Das ist das, was ich dann hier in diesem entsprechend schreibe. Und das ist die Aufgabe eines Coaches. Ja, und dann ist es natürlich entsprechend der Student, der diese Inhalte auch dann wirklich entsprechend durch Üben, Üben, Üben anwendet. So, also die Aufgabe eines Coaches müsste an dieser Stelle also nicht nur sein, eine Handelsstrategie zu kommunizieren, sondern eben auch dann besonders an erster Stelle klarzumachen, dass Trading eben ein sogenannter skillbasierter Prozess ist. Und das bedeutet anders formuliert, es gilt, bestimmte Trading-Fähigkeiten ins Gehirn einzubinden, beziehungsweise zu implementieren, oder man kann es auch anders formulieren, so hatte ich es letzte Woche gemacht, Glaubensgrundsätze zu formulieren, um eben im Trading Geld verdienen zu können. Ja, und jetzt kommt etwas, und da ist es dann eben wichtig, das könnte man jetzt einfach so stehen lassen und sagen, ja, ist doch logisch, dass es so ist. Aber ich bin immer ein Freund davon, der gerne dann auch in der Tiefe solche Aspekte beleuchtet. Und das ist auch etwas, was ich versucht habe, in meinem Buch auf den Weg zu bringen. Es ist immer ganz interessant zu sagen, ja, profitables Trading ist eben ein positiver Erwartungswert im Handeln. Ja. Durchschnittlich große Gewinner, durchschnittlich kleine Verluste, eine Trefferquote, die eben solide ist, ja, und unterm Strich eben in Verbindung mit einem durchschnittlichen Gewinn eben ein unterm Strich positives Ergebnis nach sich zieht. Schnell, bündig eigentlich erklärt. Das Problem ist jetzt nur, das wird die wenigsten wirklich voranbringen in ihrem Trading. Ja, einfach nur mit einer Formel zu arbeiten, sondern man muss wirklich das in der Tiefe verstehen und man muss eben auch dann den entsprechenden Glaubensgrundsatz formulieren. Man muss das auf praktische Beispiele anwenden können. Warum sagen zum Beispiel alle Trading-Gurus, die da draußen kreuchen und fleuchen, lasse Gewinner laufen, begrenze Verluste? Der Ursprung findet sich in der Formel für den Erwartungswert. Die wollen wir jetzt nicht beleuchten, das machen wir nächste Woche oder beziehungsweise in 2 Wochen bei dem Live-Trading dann. Ich habe jetzt sehr häufig vom Erwartungswert gesprochen, nicht ein einziges Mal eine Formel gezeigt, das ist eigentlich unüblich, aber das ist deswegen, weil mein Fokus für heute eigentlich ein ganz anderer ist, tatsächlich. Und kommen wir also zurück zu diesem Thema Neurobiologie, die spricht in diesem Zusammenhang von etwas, das nennt man neuronale Plastizität. Und das ist im Grunde genommen Folgendes, das sind neurologische Schaltkreise, in dem Fall jetzt für unseren Fall, die sich durch Training, also Trading, und in dem Fall eben Wiederholung, also stete Wiederholen eines bestimmten Ablaufes eben neu verbinden können, um sich dann auf neue Gegebenheiten einzustellen und in unserem Fall schlussendlich mit Trading Geld verdienen zu können. Also das ist etwas, ja, das sind dann übrigens hier diese Punkte, die das eben entsprechend, diese Neuroplastizität entsprechend begünstigen, auf den Weg bringen. Das ist das zum Beispiel die Absicht, etwas zu tun, Aufmerksamkeit. Das könnte man so verstehen, zum Beispiel, jetzt in meinem Fall,
wenn ich meine Kinder beobachte, das ist total faszinierend, wie die anfangen, alles nachzumachen. Und das machen sie deswegen, weil Papa oder Mama es entsprechend vormachen. Ja, und dann wollen sie das einfach nachahmen in irgendeiner Form. Und so fängt eben an, dann im Grunde genommen das Gehirn, diese Ablaufprozesse, ja, also diese Schaltung im Gehirn auf den Weg zu bringen, zu vernetzen, ja, und dann eben dafür Sorge zu tragen, dass das ein in sich schneller laufender, immer schneller laufender Prozess ist. Beispiel Laufen lernen. Ja. Es ist faszinierend zu sehen, in welchem Zeitfenster das wirklich abläuft. Also es ist faszinierend, wenn man sich überlegt, was da für Quantensprünge in den ersten Lebensjahren auf den Weg gebracht werden. Und das ändert sich ja natürlich nicht im Laufe des Lebens. Also diese Quantensprünge, die werden zwar kleiner, aber nichtsdestotrotz unser Gehirn, das funktioniert immer auf dieselbe Art und Weise. Und eben durch das kontinuierliche Wiederholen oder zum Beispiel durch das aufmerksame Beobachten und dann entsprechende dann Einschleifen, ja, das kontinuierliche Wiederholen bestimmter Ablaufprozesse, gelingt es eben entsprechend, diese Verschaltung im Gehirn auf den Weg zu bringen. Und es ist der Glaube, es sind Emotionen, es ist der Fokus, und ich habe es hier ganz fett unterstrichen, denn das ist genau das, was die Aufgabe des Studenten ausmacht. Es ist eben das Wiederholen bestimmter Ablaufprozesse. Und jetzt hatte ich eben hier das noch dann zusammengefasst, ja, in Bezug auf das Wiederholen. Und ich kann auch dazu wieder einen Buchtitel geben, allerdings bedauerlicherweise aktuell nur auf Englisch. Ich habe geschaut, es gibt dieses Buch auch auf Deutsch. Nichtsdestotrotz ist es leider so, dass das aktuell vergriffen ist. Also das gibt es nicht. Vielleicht findet das irgendjemand in einer gut sortierten Büchersammlung oder sonst dergleichen. Wir kommen gleich drauf. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Das sollte man auf jeden Fall in diesem Zusammenhang eben, auch um diese neurobiologischen Prozesse eben vielleicht besser zu verstehen, auf jeden Fall gelesen haben. Also, Trading ist ein skillbasierter Prozess, der das Wiederholen mit einer bestimmten Aktion beziehungsweise das kontinuierliche Wiederholen eines bestimmten Ablaufplans erfordert. Und jetzt ist es eben so, das könnte man jetzt ja auch einfach so stehen lassen und sagen, ja, so ist es halt. Ja, das brauchst du mir jetzt ja nicht sagen. Also jetzt habe ich die letzte Stunde im Grunde genommen verplempert, weil was du mir jetzt erzählt hast, das wusste ich auch schon vorher, dass Wiederholen in diesem Fall eben ganz offensichtlich wichtig ist. Aber es wird wunderbar beschrieben und ich glaube, man kann es noch viel, viel besser greifen, wenn man eben hier, dass sich jetzt anhand dieses Buches, Talent Code heißt das, der Autor ist Daniel Coyle. Kurzer Augenblick, ich stelle kurz den Link dazu hier auch in die Chatbox ein. Und wir können ja mal kurz Folgendes machen. So, ich hoffe, dass jetzt hier gleich parallel noch dass hier gleich. Ja, taucht auf. Sehr schön. Aber das wollen wir gleich uns erst anschauen. Ich will jetzt ganz kurz jetzt erklären, warum dieses Wiederholen so unglaublich wichtig ist. Ja, das ist dann in diesem Zusammenhang so, der Coyle beschreibt diesen Übungsprozess unglaublich interessant. Nämlich, er sagt, es handelt sich bei jeder menschlichen Aktion um das Durchwandern eines präzise getimten elektrischen Impulses durch eine Kette von Neuronen. Also das sind im Grunde genommen so ein Schaltkreis von Neuronenfasern. Ja, im Gehirn. Also der ein oder andere kennt ja dieses Konzept so mit den Synapsen. Ja, wenn man sagt, ja, die Synapsen, die müssen halt im Grunde genommen miteinander sich verbinden, sodass dann eine bestimmte Aktion in Zukunft schneller erfolgen kann. So allein stehen kann man das aber nicht stehen lassen, weil man hat mit der Zeit nämlich Folgendes festgestellt. Diese Neuronfasern, die werden nämlich von einer Substanz namens Myelin umgeben, die die Signalstärke, Geschwindigkeit des Signals und auch Genauigkeit beeinflussen. Also vorstellen kann man sich das im Grunde genommen wie eben diese zwei Synapsen, ja, die nimmt man, die fügt man so aneinander. Und dann, dass die Signalstärke und auch diese Geschwindigkeit des Signals, also das Übertragen des Signals und auch, dass das ins Fleisch und Blut übergeht, dass wir in Zukunft in der Lage sind, diesen Prozess automatisiert durchzuführen. Dafür ist diese Substanz namens Myelin notwendig. Die wickelt im Grunde genommen wie so so eine Schicht um diese Synapsen herum, ja, und verbindet die miteinander. Und desto häufiger wir entsprechend hier diesen Schaltkreis eben durchwandern, also das heißt, desto häufiger wir diesen jeweiligen Prozess durchlaufen, umso mehr wird dieser entsprechende Pfad, dieser Schaltkreis eben mit Myelin umwickelt und umso stärker, direkter, schneller und auch genauer wird dann entsprechend das Signal übertragen, was sich dann entsprechend natürlich auch im Ablauf dieser jeweiligen Aktion oder ja, widerspiegelt. Ne? Also, dass es einfach in Fleisch und Blut übergeht. So kann man sich dann im Grunde genommen relativ gut, glaube ich, diesen Prozess auch in der Praxis vorstellen, wie sowas eben dann entsprechend stattfindet. So, und jetzt ist es natürlich so, ist schön und gut. Trading ist aber grundsätzlich etwas unfassbar Abstraktes. Und das Formulieren eines Ablaufplans ist zwar als solches sicherlich erstrebenswert und das wird auch jeder jetzt hier an der Stelle sofort verstehen und jeder wird auch
sicherlich, weil er zum x-ten Mal daran erinnert wird, ein Trading-Journal führen zu müssen, die Notwendigkeit dessen früher oder später einfach akzeptieren, besonders eben, wenn das von einem nachweislich profitablen Trader immer wieder kommuniziert wird, dann wird da schon was dran sein. Nichtsdestotrotz ist es eben so, wie gesagt, Trading ist unfassbar abstrakt und neben der Abstraktion, die Trading mit sich bringt, ist es auch tatsächlich so, dass ich als Mensch und durch diese unglaubliche Belastung, auch emotionaler Natur, der ich im Trading unterliege. Wir haben letzte Woche dieses kleine Spiel gespielt und haben diese Verlustaversion anhand eines praktischen Beispiels durchlebt, die sich auch in diesem Spiel tatsächlich genau so widergespiegelt hat. Das Ergebnis ist genau so gewesen, wie man es erwartet hat. Aber nicht, weil eben ein Großteil der Teilnehmer im Webinar jetzt hier einfach nicht das, ich nenne es jetzt mal Trader-Gen hat, sondern einfach, weil es menschlich ist, weil es eine ganz natürliche menschliche Verhaltensweise eben in der Tat ist. Und es gilt eben, diese menschlichen Eigenarten, diese Verhaltensweisen zu verstehen, nachvollziehen zu können, zu verstehen, warum bin ich, wie ich bin, und dann entsprechende Rückschlüsse für sich und sein Trading entsprechend darauf zu ziehen. Und das kann ich eben tatsächlich in dieser Form aber nur, wenn ich es ganz deutlich, klar, deutlich dokumentiere, auch dann entsprechend immer wieder durchlaufe und immer wieder versuche, eine entsprechende Verbesserung auf den Weg zu bringen. Und das ist so ein sogenanntes Feedback-Modell, was man sich dann so vorstellen kann. Ja, und solche Feedback-Modelle, die haben normalerweise folgende Charakteristika. Also es sollte zunächst einmal etwas Quantitatives sein. Es sollte auch etwas sein, was automatisiert ist. Also automatisiert in diesem Sinne ist es jetzt nicht, dass wir uns das automatisch auswerfen lassen. Ich bin tatsächlich sogar ein Freund von einer händischen Dokumentation meines Tradings. Ich kann dazu eine Geschichte erzählen. Ich hatte mal jemanden, der bei mir ein Coaching gemacht hat, der hatte damals oder hat sie immer noch eine sehr, sehr starke Affinität zum Agena Trader. Und wer mit diesem Tool schon mal gearbeitet hat, der weiß, dass das unfassbar viel abnimmt. Also unglaublich viel dokumentiert. Trading Journal wird automatisiert gemacht. Das gilt übrigens nicht nur für den. Ninja Trader ist auch so ein Ding. Ich kann auch zum Beispiel hier im MetaTrader, ich werde es jetzt nicht machen, aber der MetaTrader zum Beispiel, da kann ich ebenfalls mein Trading dokumentieren lassen. Also über diese Kontohistorie hier zum Beispiel kann ich draufklicken und dann kann ich eben hier einen ausführlichen Bericht nur ausgeben lassen, der dann so ähnlich aussieht wie so ein Backtest-Resultat zum Beispiel. Ja, also das heißt, da bestehen diverse Möglichkeiten eben tatsächlich hier sich sein Trading dokumentieren zu lassen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist allerdings, dass ich dadurch eben mir eine Arbeit abnehmen lasse, die ich mir nicht abnehmen lassen sollte. Also ich zum Beispiel, ich profitiere enorm davon, wenn ich mein Trading selber für mich dokumentiere. Auch wenn das, wie gesagt, zeitintensiv ist und Aufwand bedeutet, heißt das nichtsdestotrotz, dass ich eben dadurch, dass ich das genau selber von Hand niederschreibe, dass ich dadurch eben es schaffe, das viel bewusster zu erleben und dadurch eben dann entsprechend eine Möglichkeit habe, da auch Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Nichtsdestotrotz ist der Prozess insgesamt automatisiert. Also das heißt, ich habe auch da einen ganz klaren Ablaufprozess. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wir haben jetzt hier 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. In 2 Stunden ist der DAX zu. Kurz nach 10 sitze ich hier nochmal bei mir am Rechner und dokumentiere zum einen das Handelsergebnis für den heutigen Tag. Ich werde auch nochmal Charts für morgen vorbereiten, werde meine Gedanken nochmal für morgen ein bisschen ordnen. Wo ist jetzt aktuell mein Bias? Wenn man den Kursverlauf im DAX sieht, jetzt zum Beispiel, muss ich sagen, ich bin tatsächlich relativ bullish für den morgigen Tag. Und das ist aber ein automatisierter Prozess, den ich jeden Tag durchlaufe. Auch wenn ich ihn händisch ablaufe, so ist es dennoch automatisiert. Und das ist mir mit dieser Automatisierung ebenfalls eben gemerkt. Es sollte auch ein fortlaufender Prozess sein. Also das heißt, es sollte jetzt nicht nur einmal gemacht werden und dann reicht das, sondern man sollte das eventuell sogar jeden Tag eben tatsächlich so durchlaufen. Es sollte auch ansprechend sein. Also das heißt anders formuliert, es sollte zum Beispiel ein Modell sein, was einem sagt, dass die Performance hier schlecht ist und sollte mir dann infolgedessen auch eine Möglichkeit geben, Ideen zu formulieren, wie ich meine Performance verbessern kann. Also deswegen zum Beispiel ist es auch so, dass man in einem Trading Journal nicht nur Einstieg, Ausstieg und Profit bzw. Loss niederschreiben sollte, sondern eben auch zum Beispiel, was für Gefühle haben mich denn jetzt heute begleitet während meines Tradings. Und es ist dann eben auch so, dass der kontinuierlich geupdatet werden soll. Also im Großen und Ganzen nahezu passt Punkt 3, ja, dass er fortlaufend ist. Und jetzt kommt's, genau das erfüllt dieser Ablauf. Also, das heißt anders formuliert, wenn ich eine solche Strategie jetzt habe,
wie wir sie hier formuliert haben. Und wenn ich daraus einen Mehrwert ziehen soll, dann ist eine Möglichkeit, um diesen Ablaufplan für mich zu formulieren und mein Trading voranzubringen, unabhängig von der Strategie, auch wenn das jetzt eine Strategie ist, die man dazu nutzen kann. Aber dass man dann eben Folgendes macht: man lädt sich ein Demokonto runter. Ja, man geht also auf die Webseite von Tickmill, lädt sich das Demokonto runter, MetaTrader, und dann ist es so, dass man dieses vorgeschlagene Setup anfängt durchzuhandeln. Jeden Tag. So. Und das heißt also etwas anders von mir, wir haben ja klare Regeln. Also wir machen uns in 5 Minuten DAX-Chart auf. Kann das hier nochmal kurz zeigen. So, machen wir. Ach, das ist ja 5, ja genau. Also 5 Minuten DAX-Chart. So, wir haben die Open Range. Diese können wir uns mit einem Breakout-Indikator zum Beispiel einzeichnen lassen. Hoch und Tief im Zeitintervall von 8 bis 9:05 Uhr. Dann sagen wir einfach, sobald wir auf der Oberseite rausbrechen, gehen wir long, sollten wir oberhalb der blaufarbenen Linie, also im 50er immer 5-Minuten-Basis traden, handeln wir drunter und brechen auf der Unterseite aus, gehen wir entsprechend short. Heute wäre es ein Non-Trade gewesen, Verlust, weil entsprechend hier der Entry war, da liegt der Stop, da werden wir ausgestoppt, fertig. Das dokumentieren wir entsprechend. Also wir gehen dieses Setup, das wir dann hier formuliert haben, gehen wir entsprechend einfach durch und machen eben beispielsweise 20 Trades nach diesem vorgeschlagenen Muster. Das entspricht ungefähr einem Monat übrigens, weil es wird ein Trade pro Tag generiert nach diesem Setup. Und übrigens, ganz wichtig, es reicht dieser eine Trade. Es reicht dieser eine Trade in diesem einen Markt. Ich weiß, dass das für viele unfassbar schwierig ist. Mit der Zeit nimmt man mehr Strategien dazu, nimmt man mehr Märkte dazu, aber am Anfang, um diesen Ablaufplan, um diesen wirklich performanceorientierten Prozess zu durchlaufen, reicht ein Markt mit einem Trade pro Tag. Wir dokumentieren entsprechend das Ergebnis in einem Trading Journal. Ja? Also, wie gesagt, wir haben dann eine Excel-File, die wir uns vorbereiten können oder sowas. Da gibt es viele, viele Spielereien. Da gibt es sicherlich auch viele, die sehr Excel-affin sind. Also, da kennt die Fantasie meistens keine Grenzen, aber man sollte sich auch nicht zu sehr in Details verlieben und zu sehr in Details verrennen. Also wichtig ist an dieser Stelle, dass man eben eine Möglichkeit findet und nicht aus den Augen verliert, was das eigentliche Ziel ist. Es ist nicht in Schönheit zu sterben, sondern das Ziel dieses Prozesses, dieses Ablaufplans ist es, das Trading voranzubringen und einen wirklich performanceorientierten Ablaufplan zu formulieren, der einen Trading technisch voranbringt und der einem zeigt, wo Profitabilität im Trading beginnt. Wir werden anschließend dann uns der sogenannten Nachbetrachtung-Analyse widmen. Ja, wir können zum Beispiel ausgehend ja von unseren formulierten Ergebnissen, real erreichten Ergebnissen, klar, es sind Demo-Trades, aber nichtsdestotrotz, es sind reale Marktbedingungen dennoch, die ja in jedem Demokonto abgebildet werden. Wir berechnen dann entsprechend die Trefferverlustquote dieser 20 Trades, zum Beispiel das Payoff-Ratio, haben dann die Möglichkeit, einen Erwartungswert zu formulieren und dergleichen. Und dann ist es so, neben dem übrigens, was ich jetzt nicht aufgeführt habe, zum Beispiel sind aber auch Gefühle. Ja. Es gilt nämlich im nächsten Schritt zum Beispiel detailliert Bereiche für die Underperformance herauszufiltern. Also warum habe ich denn jetzt zum Beispiel heute schlechter performt? Gehen wir mal davon aus, ich gehe den Trade hier nicht ein. Ja, jetzt habe ich hier eine Overperformance generiert. Also was heißt das? Nun, das bedeutet, dass ich ja hier ausgestoppt würde in diesem Moment und diesen Trade aber nicht genommen habe. Das gilt aber trotzdem zu dokumentieren. Ich kann nicht einfach einen Trade nicht eingehen nach dem Regelwerk. Denn es muss einen Grund geben, einen klar formulierten Grund, der auch dann duplizierbar ist in dieser Form. Einfach mal so ein Gefühl haben, das ist kein Grund. Das ist einfach nur schlechtes Trading in der Tat. Das wird jetzt den einen oder anderen wundern. Der wird jetzt sagen, Moment mal, schlechtes Trading. Ich habe keinen Verlust generiert, das ist doch gutes Trading. Nein, es ist tatsächlich in diesem Ablaufplan, den wir hier formulieren, ein klar regelbasiertes Werk, ist es schlechtes Trading. Denn ich habe gegen ein bestehendes Regelwerk verstoßen. Und wenn jetzt derjenige welche, bei mir zum Beispiel, in der Ausbildung wäre oder ich wäre der Head of Trading von irgendeinem Hedgefonds und ich würde sehen, dass mein Trader, den ich eingestellt habe, das Regelwerk bricht, würde ich ihn fragen, warum hast du das Regelwerk gebrochen? Und wenn er dann anschließend sagen würde, ja, ich hatte da so ein Gefühl und siehe, es hat ja funktioniert, würde ich ihm sagen, ja, hat diesmal funktioniert, beim nächsten Mal funktioniert es nicht, beim übernächsten Mal gehst du runter und holst dir deine Papiere und bist gefeuert. Wird ja ein oder andere jetzt überraschen, weil es ist ja kein Verlust entstanden. Aber genau so funktioniert Trading. Es funktioniert nur mit ganz klaren Regeln, die befolgt werden. Und nur weil man ein Gefühl hat, ist das nicht etwas, was sich in der Form duplizieren lässt. Wenn er jetzt natürlich immer ein Gefühl hat und dieses Gefühl dazu führt, dass dann tatsächlich jedes Mal Verlusttrades rausgefiltert werden, dann hat er den nächsten Job. Aber davon muss er mich natürlich erstmal überzeugen. Da muss es Gründe für geben, warum er das entsprechend tut. Ja, und zwar nachvollziehbare Gründe, regelbasierte Gründe. Es kann nämlich auch sein, dass der Markt hier oben rausbricht, ich den Trade nicht nehme und der plötzlich um in den Take Profit läuft. Und der Take Profit, der kann am Ende des Monats dann
in diesem Fall zum Beispiel den Unterschied zwischen einem profitablen und nicht profitablen Monat machen. Und dann gilt es natürlich schon, mal sich die Frage zu stellen, warum habe ich diesen Trade hier nicht genommen, obwohl das Regelwerk doch eigentlich gesagt hat, ich soll ihn nehmen. Und das ist genau das, was wir eben dann hier machen. Wir filtern eben ganz konsequent Bereiche für Underperformance heraus. Und als nächstes wollen wir die Verbesserung angehen. Also sprich, wie kann man zum Beispiel diesen identifizierten Fehler ausmerzen? In dem Fall ist es jetzt relativ einfach. Folge den Regeln. Die sind klar gegeben. Geh den Trade an, wenn der Trade generiert wird. Übrigens, auch da kann ich in diesem Zusammenhang etwas sagen. Ich kann das mit einer deswegen so großen Selbstverständlichkeit sprechen, weil es tatsächlich in der Tat bei mir schon öfter vorgekommen ist, dass ich mich immer mal wieder bei einem vollautomatisierten Ansatz, also ich habe ein Konto, welches ich trade, was vollautomatisiert läuft. Und ich habe mich häufiger dabei erwischt, dass ich gesagt habe, ey, diesen Trade, den hätte ich heute jetzt diskretionär nicht gemacht. Und ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft ich mich damit komplett geirrt habe und der Trade am Ende tatsächlich einen Profit ausgewiesen hat. Und zwar meistens sogar den Take-Profit so angelaufen ist, wie er dann von dem System basiert war. Und wie dieser eine Trade auch unterm Strich tatsächlich den Monat hat profitabel werden lassen. Also der Ansatz bleibt auch an sich profitabel, selbst wenn der Monat jetzt nicht profitabel gewesen wäre. Aber es ist in der Tat so, dass das wirklich faszinierende Erfahrung ist, wenn man an dieser Stelle auch dann zum Beispiel mal niederschreibt, hätte heute das System nicht getradet, hab's getradet, sehr gut, hätte das System nicht getradet und mich geirrt. Und wie oft man, wenn man so etwas dokumentiert in einem Trading Journal lesen wird, man wird fasziniert sein. Das ist wieder die Kompetenzillusion in der Behavioral Economics. Übrigens, ich spreche immer wieder, oder sprach jetzt gerade eben auch hier vom Buch, so sieht das aus. Also das, wie gesagt, das Englischsprachige. Es gibt hier ist auch ein Bestseller, kann man hier sehen, in Anatomie, Daniel Coyle. Ja, den Link habe ich in die Chatbox gestellt. Nochmal, ist erstens erschwinglich, 8,99. Findet man übrigens auch, wer jetzt hier nicht in die Chatbox gehen will, bei mir auf der Webseite, ja, jk-trading.com. Ich habe hier Trading-Bibliothek und dort kann man einige Bücher zum Thema Fundamentalanalyse, technische Analyse, aber auch zu Trading-Psychologie finden. Und hier ist es dann eben zum Beispiel der Talent Code oder auch Biologie der Angst oder beispielsweise auch schnelles Denken, langsames Denken. Das sind eigentlich Bücher, die haben nichts mit Trading zu tun, auf den ersten Blick und im Endeffekt eigentlich alles mit Trading. Ja? Also wer da Interesse dran hat, der schaut entweder einfach mal bei mir in der Bibliothek vorbei oder wie gesagt, geht gleich auf den Link hier. Vorausgesetzt, die englische Sprache ist da jetzt kein Hindernis. Also es gibt es auch auf Deutsch, aber das ist leider vergriffen. Deswegen spare ich mir den Link jetzt einzustellen. Man sieht übrigens auch das habe ich zum Beispiel gelesen. Also ich empfehle nur Bücher, die ich selber auch gelesen habe. Ja? Was anderes macht in meinen Augen relativ wenig Sinn. Also, wie gesagt, dann geht die Verbesserung. Wie kann ich den identifizierten Fehler ausmerzen? Ich handle beispielsweise einfach mein Setup durch. Relativ simpel. Dann, ich implementiere die Veränderung und ich fange wieder von vorne an. Und man sieht, wie gesagt, 20 Trades, also einen Monat dann entsprechend ins Land gezogen. Durch das stete Anwenden dieses Prozesses und auch das ganz klare Verfolgen hier dann dieses Feedback-Modells, ja, welches quantitativ ist. In unserem Fall ist es das Dokumentieren bestimmter Kernparameter profitablen Trades, die wir dokumentieren. Trefferquote, Verlustquote, Payoff-Ratio, durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust beispielsweise, maximaler Drawdown und so weiter. Es ist ein automatisierter Prozess, weil es eben einer klaren Sequenz folgt. Ja, es ist fortlaufend. Ja, es ist auf jeden Fall ansprechend, denn ich zum Beispiel dokumentiere entsprechend auch hier meine Gefühle in meinem Trading und es updatet sich auch kontinuierlich, denn dadurch, dass ich eben diesen Prozess, nachdem ich hier das Ende erreicht habe, wieder von vorne beginne und wieder durchlaufe, ist es eben entsprechend diese fortlaufende Sequenz, die ich eben entsprechend durchlaufe. Und genau so, und da schließt sich jetzt im Grunde der Kreis, genau so finde ich, macht eine solche Strategie tatsächlich Sinn. Und kann ganz wesentlich zur Profitabilität im Trading eines jeden beitragen. Und ja, ich will jetzt ganz kurz natürlich noch hier die Fragen beantworten. So. Nein, es soll sogar passen. Es gibt sogar die Möglichkeit, also die Frage ist folgende, dass nach 1000 Würfen 50-50 ausgibt, gibt es hierfür eine Statistik? Nun, also das nennt man in der Mathematik das Gesetz der großen Zahl, wobei natürlich 1000 keine große Zahl ist, sondern wie soll ich das jetzt diplomatisch korrekt ausdrücken? Es ist ein Fliegenschiss, das ist nichts, ja? Das ist gar nichts, 1000 Würfe. Es kann sogar sein, dass wir nach diesen 1000 Würfen 1000 Mal Kopf zu sehen bekommen haben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Die Wahrscheinlichkeit beträgt
1000, Moment, einhalb, Verzeihung, einhalb, also 50% hoch ein Tausendstel. Richtig? Ein Tausendstel. Ja, müsste richtig sein. Ich habe jetzt, ist korrekt? Nee, nicht ein Tausendstel, Verzeihung, nicht ein Tausendstel, hoch tausend. Hoch tausend, na klar, ich multipliziere das ja tausendmal. Also ein halb hoch tausend, nicht ein Tausendstel, wie komme ich darauf? Das ist ein bisschen spät langsam. Also, ist ein halb hoch 1000. Ja? Das kann man mal versuchen, im Taschenrechner auszurechnen, mal gucken, vielleicht kriege ich da auch gleich eine Fehlermeldung. Wenn ich das jetzt hier mal parallel kurz eintippe, hoch 1000. Ja, er spuckt mir nur 0 aus. Das ist natürlich nicht 0, sondern das ist einfach nur eine verdammt kleine Zahl. Aber einmal in einer Zillion Jahre wird das sicherlich auch mal auftreten, rein statistisch betrachtet. Aber ich denke, das ist das, was es hier geht, ist ja nicht jetzt die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, ob man jetzt tausendmal in Folge Kopf oder tausendmal in Folge Zahl eben würfeln kann, sondern dass sich das an diese 50-50 angleichen wird und ich dann über das entsprechende Payoff in der Lage bin, einen positiven Erwartungswert zu generieren, also sprich eine Profitabilität in meinem Handeln auf den Weg zu bringen. Das ist übrigens ganz wichtig. Solche Fragen. Das ist immer schwer. Also ich kann immer relativ schwierig einschätzen, wie so eine Frage gemeint ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie ernst gemeint ist und dass da nicht irgendwie eine Skepsis mitschwingt in irgendeiner Form. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die werden so eine Frage stellen und eine gesunde Skepsis mit an den Tag legen, was wiederum zeigt, dass diese Leute erfahrungsgemäß bis jetzt das noch nicht glauben, dass es so ist. Und um das etwas anders zu formulieren, die Grundvoraussetzung für Profitabilität im Trading ist es eben nicht nur die Profitabilität direkt beeinflussenden Parameter genau zu kennen, sondern einen Glaubensgrundsatz zu formulieren, dass eben das auch tatsächlich zur Profitabilität beiträgt. Und diese Glaubensgrundsätze zu formulieren, also da das nicht in Zweifel zu stellen, sondern es einfach zu akzeptieren, das ist einer der Grundsätze profitablen Tradings. Gibt zwei Hinweise hinsichtlich der Range oder einer Range, die was denn ist, wenn der Markt sich jetzt rangegebunden präsentiert. Es ändert gar nichts. Also auch das ist ein Glaubensgrundsatz, der wichtig ist. Wir werden das jetzt nicht en Detail thematisieren können, aber ich will mal ganz kurz hier schauen, ob ich eine Grafik bekomme, die auch einen längeren Zeitraum abbildet. Nämlich für den S&P. Hier. Dieser Zeitraum sind 7 Jahre. 2010 bis 2017 ist es, glaube ich, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Da gab es auch diverse, hoppala, da gab es auch diverse Seitwärtsphasen. Das wird man ohne Probleme sehen können. Ja, das ist ein 15-Minuten-Chart, auf den dieser Test gelaufen ist. Die Kapitalkurve ist trotzdem von links unten nach rechts oben sich darstellend. Also das heißt, natürlich gibt es Marktumfelder, in denen Strategie nicht gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz sorgt die Auszahlung, das Auszahlungsverhältnis von 1,3 zu 1 bei einer Trefferquote von 47%, die 50%, wie gesagt, 53%, die wir nicht getroffen haben, die werden nicht nur in trennenden Märkten, sondern wahrscheinlich sogar primär in Seitwärtsmärkten auftreten, haben der Profitabilität des Ansatzes aber keinerlei Abbruch getan und die Strategie performt trotzdem positiv. Das heißt also, natürlich kann ich versuchen, meine Strategie dahingehend zu optimieren, dass ich dann die Kapitalkurve glätte und versuche, in Seitwärtsranges zum Beispiel solche Breakout-Phasen oder Breakout-Trades eben zu minimieren oder Zeiten niedriger Volatilität, wo gemeinhin diese nicht besonders gut performen. Nichtsdestotrotz, selbst wenn ich es durchhandeln würde, wäre meiner Profitabilität des Handelsansatzes kein Abbruch getan. Die bleibt profitabel, die tradet weiter, wird vielleicht ein paar mehr Verlusttrades generieren, als ich normalerweise in trendenden Märkten gewohnt bin. Ich werde länger brauchen, um aus Drawdowns rauszukommen, aber unterm Strich bleibt sie trotzdem profitabel. Vorausgesetzt, ich kann sie weiter durchhandeln, weil ich das entsprechende mentale Grundgerüst, stabile mentale Grundgerüst eben habe. Genau, ja, das ist wunderschön formuliert auch. Von Dieter, der schreibt: Probleme, ja, lange Seitwärtsphasen, keine großen Gewinner. Das hatten wir gerade kurz thematisiert. Letztes Jahr gab es eben kaum Gewinne. Das ist frustrierend. Und genau dieses Frustrieren, das ist das Wort, auf das es hier ankommt. Es ist frustrierend.
Und das ist ja das, was man auch sagen kann, Trading ist halt kein Ponyhof, ne? Also das heißt etwas anders formuliert, es hat nie jemand gesagt, dass Trading angenehm ist. Also das ist das, was die diversen Gurus dort in Social Media Kanälen und dergleichen suggerieren, dass da der große Reibach jederzeit gemacht wird und im Grunde genommen der nächste Trade gleichbedeutend ist mit dem nächsten Lambo, den ich mir vor die Tür stellen kann. Das ist aber nicht so. Und diese Frustrierung, diese Frustration in den Griff zu bekommen, das ist das Ziel profitablen Trading oder das mentale, stabile Grundgerüst, auf das ich das aufbauen muss. Wie gesagt, Ansätze, die profitabel sind, gibt es genügend. Das einzige Problem, woran wir unterm Strich eben scheitern, ist die Umsetzung, konsequente Umsetzung, weil wir eben mental nicht über die Stabilität verfügen, die wir benötigen, um diesen Handelsansatz dann über einen langen Zeitraum auch entsprechend kapitalisieren zu können. Genau, ja, und das lese ich jetzt erst gerade. Auch Dieter schreibt das auch. Der Hauptgrund für das Scheitern der Trader ist die Erwartung, schnell viel Geld zu verdienen. Ja, wenn man vom Trading leben will, erhöht man seine Einsätze bis zum Platzen des Kontos. Niemand gibt klar Auskunft, wie viel Rendite pro Strategie möglich ist. Aber das schon. Das Letzte würde ich jetzt sagen, das schon. Hier kann man einen Erwartungswert ausrechnen von 8 Cent pro riskiertem Euro, der zu erwarten ist. Und das sind übrigens auch so Kennzahlen, die gemeinhin für Breakout-Ansätze, auch im DAX zum Beispiel, nachvollziehbar sind oder beziehungsweise gegeben sind. Also 8 Cent pro riskiertem Euro ist realistisch pro Trade, unabhängig, ob es ein Gewinn oder ein Verlust ist, also Erwartungswert. Ja? Also das kann ich dann schon eben entsprechend geben. Nur ist es eben so, dass das auch zeigt, wie kapitalintensiv Trading eben tatsächlich ist. Mit einem 10.000-Euro-Konto werde ich in den seltensten Fällen wirklich davon leben können. Es gibt Ausnahmekönner, die das können. Ist auch unbestreitbar. Aber das ist genau das Wichtige dabei, es sind Ausnahmekönner. Es sind wirkliche Ausnahmekönner, die auch Nischen bearbeiten, die wir nicht bearbeiten bei der Thematisierung der Märkte, die wir hier haben. Wir reden vom DAX, wir reden vom S&P, wir reden von Devisen, wir reden von Märkten, die einfach mal eine unglaubliche Tiefe haben und infolgedessen die dort sich ergebenden Vorteile nicht so groß sind, wie sie beispielsweise in illiquiden Nebenwertaktien sich beispielsweise darbieten. Nicht, dass es nicht möglich wäre, damit profitabel zu handeln. Ich kann da ein Lied von singen. Ich habe als Börsenmakler eine Zeit lang, also als Handelsassistent, ich war nicht direkt der Börsenmakler, ich habe bei einem Börsenmakler gearbeitet, so muss ich das formulieren, habe dort Kurse gerechnet, damals während meines Studiums und du wusstest, also das war Freiverkehrstitel größtenteils, du wusstest sofort, wenn da ein Profi auf der Gegenseite stand, wenn du einen Kurs falsch gestellt hattest, wenn da irgendeine News über den Ticker lief, die du nicht gesehen hast oder sowas. Der hat dir sofort ein Brett gegeben, da warst du ein Tausender quitt. Und wenn du das dann 3, 4 Mal gemacht hast und da hat auf der Gegenseite genau eben so jemanden sitzen, der sich nicht darüber im Klaren ist, dass der Kurs, den er stellt, falsch ist, dann kann der auch entsprechend natürlich auf diesen Kurs hitten und kann den natürlich zu seinem Gunsten kapitalisieren. Und dann sind Renditen möglich, die tatsächlich weit das übersteigen, was wir hier aus solch tiefen und hochliquiden Märkten wie DAX, Euro-Dollar, Euro-Yen oder auch S&P und Co. eben gewohnt sind. Also das sollte man in dem Zusammenhang eben auch erwähnen. Und genau das ist nämlich genau auch die Erwartung. Also die Erwartung ist genau das, und da bin ich 100% deiner Meinung, was dann den Trader killt. Also denn die Erwartungshaltung ist meistens genau das, was die Frustration auch nach sich zieht. Ganz besonders, wenn es eben nicht so funktioniert, wie es das sollte. Übrigens etwas, was auch in einem Buch, ich glaube auch das ist nicht im deutschsprachigen Raum verfügbar, ein Buch, welches auch sich in der Trading-Bibliothek wiederfindet, nämlich dieses Buch, Trading in the Zone, von Mark Douglas. Phänomenal gut hinsichtlich der Erwartung. Übrigens, dieser Ablauf hier, dieses Buch ist von Anfang der 90er, glaube ich sogar. Dieser Ablauf hier, den findet man in versteckter Form auch genau in diesem Buch wieder. Übrigens. Also, das zeigt sich auch, dass das offensichtlich hier nicht nur einfach etwas ist, was ich jetzt gerne präsentieren möchte in dem Webinar, sondern etwas ist, was eben auch von der Trading-Psychologie und von Psychologen, es gibt ja nicht nur die Trading-Psychologie, es gibt nur die Psychologie und dann den Fachbereich Trading-Psychologie. Welches auch da eben tatsächlich Anwendung findet. So, ich habe 25 Minuten bezogen, Gottes Willen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können. Wie gesagt, in 2 Wochen, am Dienstag, den 28.08., hören wir uns wieder, 9 bis 11 Uhr, zum Morning Trading, zum Live-Trading der Markteröffnung im DAX. Und ja, ich wünsche euch erstmal jetzt einen schönen Abend, einen erholsamen Abend, geruhsamen Abend. Happy Trading, passt auf die Stops auf. Und wir hören uns. Ja, sicherlich auch die Tage wieder. Morning Meeting beispielsweise, 10:30 Uhr, ja, bei mir im YouTube-Channel. Schaut gerne da vorbei. Alles Gute von meinerseits. Schönen Abend wünsche ich euch. Bis in 2 Wochen, allerspätestens zum Live-Trading der Markteröffnung hier zusammen mit Tickmill. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.